Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier in der Peter Drucker Society. Ich möchte vorab Ihnen einige Hinweise geben, wie wir vorgehen, insbesondere natürlich den Teilnehmern im Livestream. Sie haben die Möglichkeit, im Chat Ihre Fragen zu stellen. Die Fragen werden wir dann Zug um Zug abarbeiten. Und wir freuen uns natürlich alle auf dieses Meeting. Und ich übergebe damit an den Dr. Krause, der Sie begrüßen wird seitens der INFO, dem Institut für Produktunterhaltung. Herr Dr. Krause. Ja, herzlichen guten Abend auch von meiner Seite. Als Vorsitzender des Instituts für Produktionserhaltung begrüße ich alle, die zum heutigen sehr interessanten Thema teilnehmen. Ich bedanke mich auch gleich bei den Organisatoren, bei Professor Weber und Herrn Doppler, dass sie es heute wieder möglich gemacht haben, dass wir uns hier online vereinen können, um zu diesem Thema Verantwortungseigentum mal näher reinzuschnuppern. In der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung hat mich das Thema natürlich erstmal irritiert, weil allgemein heißt es ja Eigentum verpflichtet und dergleichen mehr. Aber im Kontext mit Unternehmen war ist das schon, sagen wir mal, interessant und irritierend zugleich. Besonders mit Blick auf so manche Exzesse an den Aktienmärkten, wo ja quasi das Unternehmenseigentum zwischen den Aktionären und Käufern und Verkäufern zirkuliert, ist natürlich das Thema Verantwortungseigentum interessant. Ganz speziell ist unter der letzten Thematik mit Leerverkäufen und wo plötzlich Unternehmen gehypt werden, die Kurse nach oben schnellen, am nächsten Tag wieder auf den Boden zerschellen. Ist natürlich die Frage, ob das eine gute Art und Weise ist, um nachhaltig wirtschaftlich tätig zu sein. Deshalb bin ich sehr gespannt auf unsere drei Referenten, die hierzu Stellung nehmen. Und ja, freue mich auf euch, dass ihr da seid. Und dann freue ich mich auch auf die hoffentlich interessante Diskussion, die wir danach haben werden. Vielen Dank. So wie ich meine Agenda gesehen habe, wird der Herr Professor Weber heute die Moderation durchführen und deshalb über die Bühne ist Ihre. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Brause. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das ist jetzt heute unser 40. Roundtable und gefühlt schon der 10. Online-Roundtable. Es wird wahrscheinlich etwas weniger sein. Und wir freuen uns natürlich über die drei Referierenden heute, die sehr hochkarätig über das Thema Verantwortungseigentum mit uns heute diskutieren werden. Und ich stelle die drei dann auch gleich nochmal im Detail vor, werde aber vorweg nochmal so ein paar Thesen von der Ökonomie und von der Soziologie vielleicht vorweg schicken. Also Maike Kaufmann dürfen wir heute Abend begrüßen von der Purpose-Stiftung, den Achim Hensen von der Purpose-Stiftung und Christian Siegmund von Wild Plastic. Ja, herzlichen Dank an Sie drei, dass Sie heute dabei sind und ja, Ihre Zeit uns zur Verfügung stellen. Zu ein paar Worte zur Einführung. Wenn wir mit der Ökonomie auf Unternehmen schauen, dann sind für Ökonomen sind Unternehmen Gebilde, in denen die Macht durch das Geld, durch die Geldmittel bestimmt werden. Das heißt also, wer das Geld hat, der bestimmt auch, der hat die Stimmrechte, der kann Gewinne herausnehmen, man kann das Unternehmen verkaufen, man kann es weitergeben und in seltenen Fällen, was wir manchmal ja eben so eher aus den Medien, aber durchaus auch anderswo erfahren, dass man auch Unternehmen zerstören kann, wenn man ein destruktiver Charakter ist oder was auch immer der Hintergrund sein mag, um diese Variante zu wählen. Soziologisch betrachtet sind Organisationen soziale Systeme. Sie sind autopoietische Systeme, wie zum Beispiel Luhmann und andere als Organisationssoziologen gesagt haben. Das heißt, sie halten sich selbst am Leben. Man kann sie durchaus, manche vergleichen das mit einem lebenden Organismus und
Das heißt, man versucht, so eine Organisation möglichst langfristig in der Gesellschaft zu etablieren und natürlich auch im Marktgeschehen wettbewerbsfähig, zukunftsfähig zu halten. Die vier Bilder, die ich hier so, sagen wir mal, so aus der klassischen Welt, bevor wir es heute jetzt dann über die aktuelle Situation im 21. Jahrhundert, was heißt eigentlich Verantwortungseigentum, haben wir durchaus, wenn wir in die Geschichte der Organisation zurückgucken, also jetzt zum Beispiel auch im mitteleuropäischen Bereich, rechts außen dann aus dem asiatischen Bereich, haben wir hatten da auch schon ein, zweimal kurz darüber gesprochen, mit Johannes Grimm, der heute, glaube ich, dabei ist, haben wir ja auch jemand, der die Zeiss AG vertritt. Der Herr Johannes Grimm ist ja bei uns auch Mitglied unserer Peter Drucker Gesellschaft. Und insofern, wenn wir jetzt hier ganz links Ernst AB uns anschauen, Drucker selbst hat da 1973 in seinem Buch Peter Drucker gerade auch Zeiss herausgestellt als Möglichkeit, über das, dass Carl Zeiss nach seinem Tod die Anteile seinem Nachfolger Ernst AB hatte das hundertprozentige Stimmrecht Ende des 19. Jahrhunderts und hat das ganze Unternehmen dann schon vor 140 Jahren in die Stiftung überführt, sodass das Unternehmen sozusagen sich selbst gehört und über seine eigenen Geschicke seit diesen 140 Jahren bestimmen kann. Ähnliches ist hier Robert Bosch, der natürlich gerade auch in Südwestdeutschland über seine Art und Weise ein Unternehmen zu führen und auch dort über die Robert-Bosch-Stiftung die Langfristigkeit der Bosch-Gruppe zu gewährleisten, auch dieses ungewöhnliche Modell damals zumindest gewählt hat. Insofern, das sind solche Vorläuferorganisationen und hier haben wir noch auf der dritten Seite, das dritte Bild ist dann Jakob Jakobsen, der Begründer der Carlsberg-Brauerei in Dänemark, der eben auch ähnlich wie noch etwas früher sogar, Dänemark hat da auch eine noch stärkere Tradition, also Carlsberg ist zumindest dieser bekannteste Markenname vielleicht, den man da erwähnen kann, der auch als Philanthrop, damals als Stifter, das Unternehmen in die Stiftung überführt hat und bis heute eben die Carlsberg-Brauerei ein ähnliches Modell ist wie Zeiss und Bosch. Was natürlich typischerweise in Deutschland der Fall ist, dass wir mit 1300 Hidden Champions und 5000 etwa Unternehmen, die Familienunternehmen sind, die mehr als 50 Millionen Euro Umsatz allein in Deutschland haben, dann kann man natürlich auch, dass eine Organisation über sich selbst bestimmen kann und nicht verkauft werden soll und über die Frage der Erbschaft weiter existieren kann. Da gibt es ja diese Organisation der sogenannten Les Enochiens auf Französisch, Enochians auf Englisch, in denen man Mitglied werden kann, wenn man mindestens 200 Jahre lang schon existiert als Familienunternehmen. Und rechts ist das älteste Familienunternehmen der Welt, gegründet im Jahre 713, ein Gasthaus, ein Ryokan in Japan und insofern die 46. Generation betreibt heute dieses Gasthaus. Also insofern, wir haben in der Geschichte der Organisation eine ganze Reihe von Beispielen, die sagen wir mal, andere Varianten geben als das, was, sagen wir mal, die holländischen Kaufleute um 1600 mit der Begründung der Aktiengesellschaft, um Risiken abzusichern, um Investoren zu gewinnen für riskante Unternehmungen und natürlich auch die bestehenden Rechtsformen, inklusive natürlich auch der gemeinnützigen der Non-Profit-Organisation. Also das sind so ein paar Punkte und jetzt werden wir natürlich das Neue diskutieren können mit unseren drei Referierenden. Die Frage über die Möglichkeit, was über die Stiftungsform hinausgeht, das Modell der Purpose-Stiftung, das hat uns interessiert als Peter Drucker Gesellschaft. Und da sind Sie drei, haben Ihre Erfahrung, Purpose Stiftung gibt es seit 5 Jahren, gemacht. Und insofern möchte ich jetzt noch unsere drei Referierenden ganz kurz vorstellen. Also Michael Kaufmann hat International Business und Ecological Economics studiert. Sie ist Tochter einer Unternehmerin, Gründerin eines Unternehmens in Verantwortungseigentum und ist in der Purpose-Stiftung verantwortlich als Projektmanagerin für den Bereich Forschung. Dann als Zweiter im Bunde Achim Hensen, er hat Business-Psychologie, Management und Entrepreneurship studiert, ist Mitgründer der Purpose-Stiftung, die es seit 5 Jahren gibt
und hat viele Jahre in einem Startup der Reisebranche, hat das Startup mit aufgebaut und davor noch andere Tätigkeiten auch eher im Startup-Bereich. Christian Siegmund hat Media und Communication Management studiert, ist Mitgründer und CEO von Wild Plastic und entschied sich von Anfang an, bei sein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu gründen. Zuvor war Christian Siegmund bei Google und YouTube tätig. Okay, so viel zu unseren drei Referierenden. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und dann würde ich jetzt an Maike Kaufmann und Achim Hensen ergeben und schließe meine Präsentation. Schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass wir eingeladen wurden und etwas über Verantwortungseigentum und die Arbeit der Purpose-Stiftung erzählen dürfen. Ich habe mich gerade schon gefreut, wenn das Thema Interesse weckt und irritiert gleichzeitig, dann haben wir, glaube ich, eine sehr schöne Grundlage zum Dialog und zum Rausfinden, was so hinter der Idee steht und einen Anfang fürs Gespräch. Das freut uns. Und jetzt teile ich mal meinen Bildschirm und schaue, ob das klappt. Ein kurzes Signal, hat es geklappt? Ja. Ja. Dann mache ich das noch zum Vollbild. Gut, ich würde gerne den Zugang zum Verantwortungseigentum anhand unserer eigenen Reise der Purpose-Stiftung erzählen und erklären, wie sind wir eigentlich zu dem Thema gekommen. Und wir haben vor 5 Jahren, wie der Herr Weber eben schon gesagt hat, haben wir die Purpose-Stiftung vor 5 Jahren gegründet und die Gründertruppe war eigentlich eine Mischung aus Unternehmern, die nach einem Rechtskleid gesucht haben, was ihrer Haltung zu Unternehmertum entspricht. Und da waren Unternehmer dabei, die immer ihren Mitarbeitern erzählt haben, hey, wir machen das hier alle zusammen für einen Sinn und sind vor allen Dingen eine Gruppe von Menschen, die hier für eine Idee arbeiten. Da waren aber auch Leute wie ich dabei, der nicht Unternehmer war, sondern der vor allen Dingen Wirtschaftspsychologe war und sich ganz, ganz viel mit Organisationssystemen auseinandergesetzt hat, die immer wieder auf 2 Grundlagen beruht haben, nämlich, dass wir gesagt haben, wir wollen sinnorientiert arbeiten und dass wir ganz viel auf Selbstbestimmung und Selbstorganisation gesetzt haben. Und ich habe auf dieser Reise oft festgestellt, dass diese Ideen der Organisationsentwicklung mit der Ebene des Eigentums von Unternehmen und der Ebene der Finanzierung ganz oft gar nicht kohärent sind und manchmal sogar ganz schön clashen. Und so hatten wir als Gründertruppe verschiedene Zugänge zu der Frage, wie kann eigentlich eine gesunde, passende, unserer Haltung zu Unternehmen und Unternehmertum entsprechende Unternehmensformen und ein Rechtskleid aussehen. Und ja, wir haben uns damals auf die Reise begeben mit genau dieser Frage. Wie sieht eine gesunde Eigentumsform aus, die unserer Haltung entspricht? Und die erste Sache, die ich damals auch doll lernen musste, war die Frage, wenn wir uns jetzt auf die Reise nach einer Eigentumsform begeben, was ist eigentlich Eigentum? Und ich habe damals gelernt, dass Eigentum vor allen Dingen immer ein Bündel von Rechten beschreibt. Und das beinhaltet fast immer all die Rechte, die im Eigentum verankert sind. Das ist nämlich das Recht, Gewinne zu entnehmen, also die Früchte der Arbeit oder die Früchte des Eigentums zu ernten. Aber es geht auch um Kontrolle. Also das Eigentumsbündel beinhaltet immer auch das Stimmrecht, aber eben auch die Vererbung und Zerstörung des Eigentums. Da habe ich damals gelernt, das ist erstmal egal, ob es jetzt hier um so eine Tasse geht oder um einen Apfelbaum oder um ein Unternehmen. Das sind die Eigentumsrechte, die meistens in diesem Bündel drin sind. Und wir werden später sehen, dass das eine sehr gute Idee erstmal ist, vielleicht diese verschiedenen Ebenen des Eigentums auch differenziert zu betrachten, wenn man nach passenden Formen des Eigentums sucht. Ja, dann sind wir losgegangen mit der Purpose-Stiftung und haben gesucht. Und wir haben erstmal Unternehmen gefunden und Eigentumsformen, die so gar nicht unserer Idee entsprochen haben, wo nämlich Eigentümer von Unternehmen sehr weit weg waren und zwar die Früchte der Arbeit und die Früchte des Unternehmens genossen haben, aber eigentlich gar keine innere Verbindung mehr zu den Unternehmen hatten, zu dem Tagesgeschäft und damit nichts mehr zu tun hatten. Dann haben wir Unternehmen gefunden, die wurden irgendwie verkauft plötzlich und wurden von Menschen kontrolliert, die ganz weit weg waren, teilweise über Excel-Listen gesteuert wurden von Menschen, die vielleicht nie die tatsächliche Arbeit erlebt haben oder das, worum es überhaupt geht in diesem Unternehmen. Trotzdem hatten sie die Kontrolle an diesem Unternehmen. Dann haben wir eine absolute Perversion in unserer Vorstellung gefunden, nämlich das Eigentum, also dieses Bündel der Rechte, das ich eben beschrieben habe,
plötzlich von gar nicht mehr von Menschen wirklich behandelt oder gehandelt wird, sondern von Supercomputern und Algorithmen in Nanosekunden von einer Person zur anderen Person gegeben wird oder einer Organisation zur anderen, ohne dass überhaupt wirklich der Mensch da noch eine Rolle spielt oder dass die Verbindung zu dem Mensch eigentlich noch wirklich gibt. Das war jetzt erstmal nicht so, das war nicht so gute News und es war überhaupt nicht das, warum wir gestartet sind und wonach wir gesucht haben. Aber glücklicherweise haben wir auch diese Pioniere des gesunden Eigentums oder des Eigentums, wonach wir gesucht haben, haben wir schon auch gefunden. Und der Herr Weber hat eben mir das eigentlich schon die Worte aus dem Mund genommen, deswegen kann ich den Punkt schnell machen. Wir sind genau über diese Pioniere des alternativen oder anderen Formen von Eigentums im Vergleich zu dem, was heute so Mainstream ist zumindest, sind wir gestolpert. Und einer, den hat Herr Weber eben schon genannt, nämlich der Ernst Abbe, der damals Alleineigentümer von Zeiss war und der das eins der ersten Stiftungsunternehmen gegründet hat. Und ein anderer war der hier, nämlich der Robert Bosch. Und auch dazu hat Herr Weber eben schon was gesagt. Ich will gerne drauf ein bisschen detaillierter noch drauf eingehen, was der eigentlich genau gemacht hat. Der hat irgendwann in der Nachfolge sich die Frage gestellt, was ist eigentlich das passende Rechtskleid für Bosch? Und dann hat er gesagt, okay, es gibt ja, das, was ich erreichen will mit der Eigentumsform, ist eine Langfristigkeit. Ich will sicherstellen, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich und gesund weiter existieren und wachsen kann. Und ich will aber auch, oder der Bosch wollte auch eine gewisse Bindung an die Gesellschaft sicherstellen und an das, was er als Gemeinwohl bezeichnet, und sicherstellen, dass es eingebettet ist. So, jetzt hat er sich gefragt, wie mache ich das denn? Und hat sich die zwei Wege angeguckt, die er damals so im Blick hatte. Er hat als erstes natürlich an die Familie gedacht. Dann hat er gemerkt, okay, die Familie, das ist oft so, dass das dann spätestens in der zweiten, dritten Generation schwierig wird. Und ist jetzt eigentlich sichergestellt, dass aus der Familie überhaupt die passendsten Nachfolger kommen, hat er relativ schnell gesagt, na, das vielleicht nicht unbedingt. Und dann hat er gedacht, na gut, dann kann ich ja einfach meine Manager, die kann ich ja zu Miteigentümern einfach machen und hat sozusagen an der Qualität des Eigentums erstmal gar nicht viel geändert, sondern hat es an verschiedenste Manager gegeben. Und dann ist aber was passiert. Er hatte festgestellt, dass diese Manager angefangen haben, sich zunehmend nicht mehr im Sinne von dem Organismus Bosch zu verhalten, sondern sich in gewisser Weise angefangen haben, wie Investoren zu verhalten, weil sie waren ja jetzt Eigentümer. Sie wussten auch, je nachdem, wie sich das entwickelt und was für Entscheidungen wir treffen, da klingelt es in der rechten Tasche, wenn ich in der linken eine andere Entscheidung treffe. Hat er gemerkt, das ist auch überhaupt nicht das, was er wollte, hat er schnell das alles wieder zurückgekauft und ist dann eigentlich hat dann in seinem Testament diese Grundgedanken festgehalten und haben sich viele sehr intelligente Menschen lange damit auseinandergesetzt und dann ist Bosch zu der Eigentumslösung gekommen, die wir heute auch kennen. Und da will ich kurz darauf eingehen, wie die aussieht, weil davon können wir ganz viel lernen für das, worüber wir gleich reden. Es gibt die Robert Bosch GmbH und darüber gibt es zwei Entitäten, die eigentlich die Robert Bosch GmbH halten. Und zwar gibt es auf der linken Seite die Robert Bosch Industrie Treuhand KG. Und diese KG hält den Großteil aller Stimmrechte, also die Kontrolle über Bosch. Allerdings liegen da keine Gewinnrechte. Das heißt, da wird entschieden, aber je nachdem, was entschieden wird, landen da deswegen nicht automatisch die Gewinne. Und jetzt denken wir wieder an dieses Bündel vom Eigentum. Er hat also ein Recht dieses Eigentumsbündels genommen und in die KG gelegt, die Kontrolle. Die Gewinne, weil wollte er sicherstellen, dass diese Gewinne vor allen Dingen dem Unternehmen dienen und nicht irgendwie groß an irgendwelche externen Leute ausgeschüttet werden. Und deswegen hat er Folgendes gemacht. Er hat Bosch hat die gemeinnützige GmbH drüber geschaltet, wo ein Großteil aller Gewinnrechte liegen. Es ist jetzt aber nicht so, dass in der gemeinnützigen GmbH gleichzeitig wieder Stimmrechte liegen und dass möglichst viel an die Gemeinnützigkeit ausgeschüttet wird. Weil der Hauptzweck sollte sein, dass die Gewinne der Unternehmensidee dienen. Wenn aber jetzt doch mal so viel über ist, dass was ausgeschüttet wird, geht es in die Gemeinnützigkeit. Also diese Bindung an Gemeinwohl und an die Gesellschaft ist darüber sehr gut abgebildet. Und jetzt sehen wir, dass die verschiedenen Rechte des Eigentums also auseinandergezogen wurden und sichergestellt wurde, dass die entscheiden, immer im Sinne des Unternehmens entscheiden und dass die Gewinne immer Mittel zum Zweck sind. Fanden wir eine super, super Eigentumsform, sowohl das, was Ernst Abbe gemacht hat, als auch die Grundgedanken von Robert Bosch und haben gedacht, das ist doch genial, das sind doch die Pioniere, nach denen wir gesucht haben. Genau, wir haben aber auch noch viele, viele weitere Pioniere entdeckt, die sich ja mit ihren Unternehmen versucht haben, Eigentum ein bisschen anders zu denken, versucht haben, die anders zu verfassen. Und darunter sind bekannte Namen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, vor allem Carlsberg, Kurz,
Hier sehen wir auch Mahle und Alnatura, aber auch ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und in verschiedensten Größen. Also hier ein Beispiel, was ich immer wieder schön finde, ist Saubetaler Fensterbau, ein kleines Handwerksunternehmen im Sauertal, die Fenster bauen. Und wir haben uns total gefreut, dass es hier so eine Vielfalt an Unternehmen gibt. Aber was haben die alle denn wirklich konkret gemeinsam? Die haben, eins weiter? Sorry. Ja. Die haben gemeinsam, dass das Unternehmen und dessen Unabhängigkeit wirklich im Fokus steht, dass Vermögen und Gewinne immer primär dem Unternehmenszweck dienen und Entscheidungen auf Basis dessen getroffen werden, von Menschen im Unternehmen. Und ganz konkret haben sie in der DNA ihrer Unternehmen, im Eigentum, zwei Prinzipien verankert. Nämlich einmal das Prinzip der Selbstbestimmung. Achim hat vorhin auch schon Steuerrat, die Mehrheit der Stimmrechte angesprochen. Also die Mehrheit der Stimmrechte liegt immer bei Menschen, die wirklich mit dem Unternehmen verbunden sind. Das wird nicht verkauft oder vererbt. Und das zweite Prinzip ist die Vermögensbindung und auch Ausrichtung auf den Sinn. Das Vermögen und auch die Gewinne sind Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. Und die Gesellschafter können eben nicht unbegrenzt auf das Vermögen des Unternehmens für ihre persönlichen Zwecke zugreifen. Das könnte ich ja jetzt auch für mein Unternehmen bestimmen. Ich könnte einfach sagen, ja, ich lebe jetzt nach diesen Prinzipien oder ich schreibe es in die Satzung. Und viele Familienunternehmen leben diese Prinzipien auch heute schon. Man könnte es aber dann immer wieder aus der Satzung rausstreichen oder doch nicht danach handeln. Und was diese Unternehmen besonders macht, ist, jetzt kannst du weitermachen, Achim, ist, dass sie die Grundsätze wirklich rechtlich verbindlich verankern. Die können nicht mehr so leicht geändert werden. Und das schafft natürlich wahnsinniges Vertrauen gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, aber auch ja, für die UnternehmerInnen selber. Und damit stellen diese Unternehmen sicher, dass das Unternehmen quasi sich selber gehört und Entscheidungen wirklich treuhänderisch für das Unternehmen und dessen Zweck getroffen werden von denjenigen, die gerade Verantwortung für das Unternehmen übernehmen. Und diese Eigentumsstruktur hat viele, viele Namen. Daran merkt man auch wirklich, dass es noch ein wachsendes Prinzip ist, das sich immer noch weiter verändert und auch noch nicht ganz klar gegriffen ist. Aber der bekannteste, unter dem wir ja hier auch fahren, ist der Begriff Verantwortungseigentum, also Eigentum der Verantwortung für das Unternehmen und nicht Vermögenseigentum. Andere Begriffe, die wir viel verwenden, sind Self-Owned Company, also sich selbst gehörendes Unternehmen, Purpose-Unternehmen oder im Englischen verwenden wir viel den Begriff Steward Ownership, was ja so ungefähr treuhänderisches Eigentum ist. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja schön, es geht um diese zwei Prinzipien, es geht irgendwie um eine andere Form des Eigentums und ich will nochmal deutlich darauf hinweisen, dass die zwei Prinzipien bei allem, worüber wir auch gleich noch reden, das ist der Kern dieser Idee sind diese zwei Prinzipien und die Verankerung im Eigentum. Das ist für uns sehr entscheidend, diese zwei Prinzipien, die werden immer wieder auftauchen, aber man könnte ja sagen, ja, liebe Frau Kaufmann, lieber Herr Hensen, das ist ja schön, dass da jetzt so Prinzipien im Eigentum umgesetzt werden. Aber sag mal ehrlich, ist das nicht eigentlich total langweilig? Was ist denn jetzt so, warum müssen wir uns jetzt hier da ewig drüber unterhalten? Warum ist das so ein wichtiges Thema? Und ich glaube, um deutlich zu machen, warum das eigentlich so ein essentiell wichtiges Thema ist, ist, dass es im Kern eigentlich um die Frage geht, wie wird Macht und Kontrolle an Unternehmen, also an den Organismen, wo wir alle sehr, sehr viel Zeit und Energie verwenden und verbringen. Wie wird diese, und wo sehr viel Wert erzeugt wird in unserer Gesellschaft, nach welchem Mechanismus wird die Macht darüber eigentlich verteilt? Und da kennen wir bisher vor allen Dingen zwei Mechanismen, die auch schon eingangs angesprochen wurden. Das eine ist das Prinzip des Geldes. Nämlich derjenige kriegt Macht, der am meisten Geld auf den Tisch legt. Je nachdem, wie viele Anteile von einem Unternehmen ich kaufe, desto mehr Macht habe ich. Und das andere ist das Prinzip, was Warren Buffett so gerne das Prinzip der Spermienlotterie nennt. Nämlich schlichtweg, wenn die richtige Familie geboren wird, hat plötzlich Kontrolle und Macht über ein Unternehmen. Jetzt kann man lange darüber reden, ob das besonders, ob das die gesellschaftlich angemessene Mechanismen sind, um Macht zu verteilen. Man kann sich aber auch rein unternehmerisch fragen, sind es eigentlich besonders intelligente Mechanismen, um die fähigsten Menschen zu finden, um ein Unternehmen zu führen, dass ich jetzt in die Familie geboren werde oder dass ich am meisten Geld auf den Tisch lege? Und Verantwortungseigentum in all seiner Konsequenz umgesetzt, bedeutet,
dass neben diese zwei Prinzipien der Machtübergabe ein drittes Prinzip gesetzt wird, nämlich das Prinzip der Fähigkeiten- und Werteverwandtschaft. Es ist nämlich sichergestellt in diesen Unternehmen, dadurch, dass sie es rechtlich bindend auf die eine oder andere Weise umgesetzt haben, dass niemand das Steuerrad des Unternehmens kaufen kann, dass das kein Spekulationsgut mehr ist, dass es nicht automatisch vererbt wird in der Familie. Und das macht einen Raum auf, dass plötzlich die entscheidende Frage ist, wer ist eigentlich hier der Fähigste oder die Fähigste oder der oder die Werteverwandteste, um passend Treuhänderschaft für die Zukunft dieses Unternehmens zu übernehmen und es in die Zukunft zu tragen, nicht als Vermögenseigentum, sondern als eine Aufgabe, eine Gestaltungsaufgabe. Und das verändert natürlich den Dialog und den ganzen Mechanismus darum, wie Entscheidungen getroffen werden und Macht weitergegeben wird. Ja, aber wenn wir jetzt mit Geld ist gleich Macht brechen, wenn wir mit diesem Grundsatz der Wirtschaft tatsächlich, wie sie viele auch verstehen, brechen, kann das dann überhaupt funktionieren oder ist das vielleicht einfach nur ein bisschen ja, ideologisch? Und das haben wir uns auch gefragt und hatten dann das große Glück, auf echt viel Forschung aus Dänemark zu stoßen. Denn in Dänemark spielt Verantwortungseigentum schon eine viel größere Rolle in der Wirtschaft. Es ist einfacher, Unternehmen Verantwortungseigentum in Dänemark aufzustellen. Und viele der größten dänischen Unternehmen, ich spreche nochmal Carlsberg an, aber auch Novo Nordisk zum Beispiel, sind in Verantwortungseigentum. Und die Forschung dort zeigt, es kann funktionieren und es kann sogar sehr gut funktionieren. Hier zum Beispiel dieser Graph zeigt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von diesen Unternehmen in Verantwortungseigentum, hier in Form von Stiftungsunternehmen, nach 40 Jahren 6-mal so hoch ist wie von anderen Unternehmen. Und neben der Überlebenswahrscheinlichkeit gibt es noch viele andere Faktoren. Also zum Beispiel agieren diese Unternehmen langfristiger in Bezug auf sehr viele Thematiken. Sie sind auch stabiler in der Krise. Es wurde zum Beispiel während der Finanzkrise nachgewiesen in Bezug auf Arbeitnehmerzahlen, in Bezug auf auch finanzielle Performance. Insgesamt ist die finanzielle Performance, also sowohl Erfolg und auch Effizienz der Unternehmen, vergleichbar mit anderen Unternehmen, was auch wichtig ist, weil das heißt, dass es auf jeden Fall nicht durch diese Eigentumsstruktur zu Unterperformance kommt. Und was für mich immer super zentral ist, ist, dass dadurch, dass die Unternehmerposition nicht mehr vom Paradigma Geld oder Blut gelöst wird, sondern auch andere in diese Position kommen können, zum Beispiel als Mitarbeiter oder auch andere Menschen, gibt es eine höhere soziale Mobilität. Und dadurch, dass das Vermögen dort in Stiftungen liegt, ist auch weniger Konzentration von Vermögen bei Individuen. Und auch für die Mitarbeiter gibt es ein paar Vorteile. Zum Beispiel zeigen Studien, dass es dort höhere Gehälter für Mitarbeitende gibt. Und dass ja, die Mitarbeiter wissen wirklich, sie arbeiten gemeinsam an einem Zweck. Sie arbeiten nicht für das Vermögen von einem Einzelnen, vom Unternehmer, sondern sie arbeiten zusammen für diesen Unternehmenszweck. Und sind dadurch intrinsisch motivierter und identifizieren sich mehr mit dem Unternehmen. Das zeigt sich auch in der geringeren Mitarbeiterfluktuation, sowohl eigentlich bei Mitarbeitern querbeet, aber gerade auch bei Managern. Das fanden wir ganz schön beeindruckend und hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, dass diese ganzen Anekdoten, die wir von den Unternehmen in Verantwortungseigentum immer erzählen, auch wirklich von Studien unterstützt wurden. Ich gehe noch mal kurz zurück auf den Start dieser Reise der Purpose-Stiftung und unserer Suche nach den passenden Rechtskleidern für unsere Idee von Unternehmertum. Und jetzt haben wir Studien gefunden, wir haben diese Rechtsformen gefunden, wir haben die Pioniere gefunden. Jetzt ist aber ja die Frage, wenn es das alles gibt, warum gibt es davon nicht mehr? Und wir haben darüber nachgedacht und haben drei Punkte identifiziert oder drei Probleme identifiziert, warum es eigentlich nicht mehr Unternehmen in Verantwortungseigentum gibt. Und die würde ich beschreiben mit dem ersten Punkt, das ist das Wissen, die Bildung und die Forschung dazu. Ich selber habe in Teilen Wirtschaft und BWL studiert. Ich habe in meinem Studium nicht im ersten BWL-Kurs darüber gehört, wie Bosch sein Unternehmen strukturiert hat. Ich habe in meinen Gründungskursen nicht gehört, wie cool es ist, ein nachhaltiges, lang existierendes Unternehmen aufzubauen, sondern ich habe was über Exits gehört und VC-Kapital und was weiß ich nicht alles. Das heißt, es fehlt an der grundlegenden Forschung, Bildung und der Wissensarbeit rund um dieses Thema. Es ist aber auch so, selbst wenn ich als Unternehmer gesagt habe, ich habe das verstanden, es ist genau das, was ich umsetzen möchte, dann ist die Frage, wie einfach ist es eigentlich, das umzusetzen? Heute ist es ja relativ einfach, eine UG oder eine GmbH zu gründen,
Aber kann ich eigentlich genauso einfach ein Unternehmen in Verantwortungseigentum gründen? Und nur noch mal als Referenz, die Bosch hat 20 Jahre mit 40 Anwälten daran rumstrukturiert, diese Eigentumsform zustande zu bringen. Da sind Stiftungen involviert. Wenn ich als Gründer heute in Berlin sitze und das etwas starten will, dann kann ich das nicht machen. Das geht nicht, indem ich da mich 20 Jahre lang mit beschäftige. Und dann ist der dritte ganz entscheidende Punkt, die Frage danach, gibt es eigentlich passenden Zugang zu Ressourcen, vor allen Dingen Kapital, was adäquat passend zu dieser Vorstellung des Eigentums ist? Dass Macht eben nicht mehr durch Kapital kaufbar ist, dass Gewinne, nachdem Kapitalkosten getragen wurden, dem Unternehmenszweck dienen und nicht dafür privatisiert oder externalisiert zu werden. So, genau mit der Mission haben wir Purpose gegründet, sondern wir wollen in genau diesen drei Bereichen Abhilfe schaffen. Wir wollen dazu beitragen, dass es bessere Bildung und Forschung gibt. Wir wollen es einfacher machen, es umzusetzen. Und wir wollen Zugang zu Kapital möglich machen und erforschen, wie die Mittel eigentlich aussehen müssen, um passend zu Verantwortungseigentum zu sein. In den Bereichen Wissen und Kapital ist es so, dass es relativ einfach ist. Wir schreiben Bücher, wir machen Konferenzen. Beim Kapital ist es so, dass wir selber Gesellschaften gegründet haben, die sich ausschließlich darauf spezialisieren, in Unternehmen in Verantwortungseigentum zu investieren und anderen Investoren zu ermöglichen, das Gleiche zu tun, auf eine sehr spezielle Art und Weise, die sich von dem normalen Startup-Kapital zum Beispiel, was es heute so gibt, sehr unterscheidet. Der mittlere Punkt war ein bisschen schwieriger und auf den möchte ich gerne nochmal eingehen, gerade als letzten Teil dieses Inputs hier. Die Frage war ja, wie kann ich das einfach umsetzen? Ich möchte die zwei Prinzipien von Verantwortungseigentum nicht nur irgendwie nach einem Werte-Workshop im Eingangsbereich von meinem Unternehmen an die Wand schreiben, sondern ich möchte das rechtlich, verbindlich und unveränderbar in der Unternehmens-DNA, der Eigentums-DNA festsetzen, ohne selber Stiftungen gründen zu müssen und mich damit 20 Jahre beschäftigen zu müssen. Was machen wir also? Wir können schon heute, wie Maike das eben angesprochen hat, sehr, sehr einfach eigentlich diese zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums, nämlich Gewinne sind Mittel zum Zweck und werden nicht ausgeschüttet, sondern dienen der Unternehmensidee und Unternehmerschaft ist gleich Eigentümerschaft, also die Kontrolle liegt bei Menschen, die im Unternehmen oder nah mit dem Unternehmen verbunden sind. Das kann jeder, der hier im Raum ist, also zum Beispiel Sie, Herr Doppler, Sie können heute eine GmbH gründen und Sie können diese Prinzipien da reinschreiben. Kein Problem. Ich schicke Ihnen eine Mustersatzung zu, da ist das rechtlich ausgearbeitet drin. Man kann es natürlich nicht genau so reinschreiben, es muss schon irgendwie rechtlich passend formuliert sein. Schicke ich Ihnen zu. Ist kein Problem. Ist eine Sache von einer halben Stunde, sich das anzugucken und dann kann man zum Notar gehen und dann kann man das machen. Es gibt ein Problem, was wirklich kompliziert war und ist. Nämlich, wie stellen wir denn jetzt sicher, Herr Doppler, also wenn Sie dieses und das reinschreiben und Sie starten die GmbH und in 5 Jahren funktioniert das super und Sie haben all Ihren Mitarbeitenden und Ihren Partnern und Ihren Investoren immer erzählt, dieses Unternehmen existiert für einen Sinn, es wird nicht verkauft und die Kontrolle bleibt bei Menschen, die im Unternehmen sind. Was hindert Sie daran, wenn ich in 5 Jahren sage, Herr Doppler, das funktioniert ja wunderbar. Das macht doch strategisch viel mehr Sinn, wenn ich Ihnen das abkaufe und wir das übernehmen, das Unternehmen. Dann sagen Sie, nein, das mache ich nicht. Und dann sage ich, na, 10 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen, 500 Millionen. Und die Frage ist, Sie können ja genauso, wie Sie es reingeschrieben haben, oder ja, wenn Sie mal eine Nacht schlecht geschlafen haben, können Sie es ja genauso auch wieder rausstreichen. Und die Unternehmer, mit denen wir arbeiten, die möchten gerne, dass sie dieses genau nicht mehr tun können. Sie möchten gerne diesen Aspekt ihrer Unternehmung festmachen, unveränderlich. Und deswegen haben wir einen Hack gesucht und einen Hack gebraucht, um das möglich zu machen. Was machen wir? Wir schreiben diese zwei Prinzipien rein und wir geben 99% der Stimmrechte den Gesellschaftern, den Gründern, den Menschen, die unternehmerisch gerade die Verantwortung übernehmen. Und wir sagen, diese zwei Prinzipien, die könnt ihr nur aus der Satzung wieder rausstreichen. Und das ist auch gesellschaftsrechtlich so verankert, dass es nur geht, das rauszustreichen, wenn man 100% Zustimmung aller Stimmrechte hat. So, und jetzt kommt der Trick. Jetzt geht 1% des Stimmrechts an die Purpose-Stiftung. Und die Purpose-Stiftung hat immer nur eine Aufgabe. Die hat dann nämlich in ihrer eigenen Satzung drinstehen, immer wenn es einen Änderungsversuch dieser Prinzipien der Satzung gibt, dann sagen wir nein. Und so schaffen wir einen Durchstich in geltendes Recht, der sicherstellt, dass die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums unveränderlich sichergestellt sind. In dem Unternehmen kann sich alles verändern. Der Zweck kann sich verändern, die Struktur kann sich drumherum verändern. Es kann von dem einen Bild ins andere Bild der Unternehmensform gehen. Es kann sogar zu einer Genossenschaft sich verändern. Aber diese zwei Prinzipien, die wachsen immer mit, die sind unveränderbar. So, jetzt kann man ins Detail gehen und kann sagen, okay, man kann sogar noch Anteilsklassen schaffen, die für Investoren da sind. Die haben dann aber wieder keine Stimmrechte, sondern haben nur eine gedeckelte Gewinnerwartung. Und so schafft man ein Bild,
was den ähnlichen Effekt hat, wie Bosch und Zeiss es gemacht haben, aber mit einer sehr, sehr einfachen Lösung, die wir heute zu einem Bruchteil des Preises anbieten können oder der Kosten anbieten können. Man muss dazu sagen, das ist hacky. Das ist eine Lösung, die funktioniert heute okay. Viel schöner fänden wir, wenn es dafür eine offizielle Rechtsform gäbe, dass es all das gar nicht braucht, dass wir all das gar nicht machen müssen, weil warum müssen wir das eigentlich machen? Es wäre doch viel schöner, wenn man genauso wie man eine GmbH gründen kann, zum Notar gehen kann und eine GmbH in Verantwortungseigentum gründen könnte. Und genau das braucht es auch, auch wenn diese Lösung gut funktioniert, es braucht trotzdem noch eine ganz sichere und feste Struktur, die das rechtlich bindend abbildet, ohne dass es die Purpose-Stiftung dafür braucht. Und dafür setzen wir uns mit ein. Wir haben das mit vielen, vielen, vielen schönen Unternehmen bis heute gemacht, vom Startup bis zum Familienunternehmen in der Nachfolge, vom Blockchain-Unternehmen bis zu Plastiktüten und haben dabei jede Menge Freude und merken, es geht im Kern nicht um ein bisschen schöneres Rechtskleid. Es geht nicht um einen noch ausgefuchsteren Artikel in der Satzung. Worum es im Kern geht, ist die Frage, was ist ein Unternehmen? Welche Rolle hat ein Unternehmen in unserer Gesellschaft? Und was möchte ich als Unternehmer sicherstellen, was dieses Unternehmen ist? Und wenn ich glaube, dass ein Unternehmen vor allen Dingen mal eine Gruppe von Menschen ist, dann stellt diese Unternehmensform sicher, dass diese Menschen und ihre Arbeit nicht ein Spekulationsgut ist und kein Vermögenseigentum mehr, sondern eine Form, die sicherstellt, dass es dem Sinn dient. Und das macht wahnsinnig viel Freude, das zu beobachten und mit den Unternehmern, mit denen wir unterwegs sind, zu bearbeiten. Das ist noch das Purpose-Team, was inzwischen über die ganze Welt verteilt ist. Und was einen riesen, riesen Beitrag zu all dem tut, worüber Maike und ich heute stellvertretend geredet haben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Sie beiden. Sehr spannend. Wir hatten, Hermann Doppel hat es schon gesagt, dass wir die Fragen, die jetzt aus dem Publikum entstehen und die schon an uns mitteilen, dass wir die dann gegen 19.15 Uhr dann gemeinsam diskutieren. Insofern würde ich jetzt gleich weitergeben an Christian Siegmund. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Erstmal an euch beide, Achim und Maike. Und schönen guten Abend an alle Zuschauenden. Ich bin Christian Siegmund, einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Wild Plastic GmbH, der Wild Plastic Purpose GmbH. Und ich freue mich sehr, Sie alle heute Abend aus Bosnien begrüßen zu dürfen. Warum ich in Bosnien bin und was wir überhaupt bei Wild Plastic machen, das erkläre ich Ihnen dann jetzt im Laufe des Vortrags. Vorab, ich werde gleich ein wenig etwas über Wild Plastic erzählen, über das Unternehmen. Das wird ein recht praktischer Vortrag, aber ich würde auch gerne drei Gedanken von Achim mitnehmen. Achim hatte nämlich eben darüber gesprochen, dass die Purpose-Stiftung drei Dinge oder drei Herausforderungen identifiziert hat. Das erste ist das Wissen um passende Lösungen, das zweite ist die Umsetzung und das dritte ist die Finanzierung. Und vielleicht halten wir es ganz praktisch und reden genau darüber, wie das bei uns aussah. Aber ich werde jetzt zuerst einmal die Präsentation starten. Und falls es da Probleme gibt, freue ich mich über eine kurze Notiz, aber ich glaube, das klappt. Cool, super. Wild Plastic. Das ist der Name unseres jetzigen Unternehmens und das war vor circa 3 Jahren nicht mehr als eine Idee beziehungsweise ein Problem, das wir identifiziert hatten. Und wenn ich wir sage, dann war ich das nicht alleine, sondern wir sind eine Gruppe von 6 Gründern und Gründerinnen gewesen, die alle auf unterschiedliche Arten und Weisen eine Sache festgestellt haben, nämlich dass unser globaler Plastikkonsum wächst, nicht nur nicht linear, sondern fast exponentiell. Und in den letzten 2 Jahrzehnten insbesondere die Konsequenzen dessen uns ja wortwörtlich vor die Füße gespült wurden. Die 6 Gründerinnen und Gründer von Wild Plastic haben auf verschiedenen Reisen, auf Arbeits- oder Freizeitreisen immer wieder das gleiche Problem kennengelernt, egal ob in Südostasien, in Südamerika, in Nordafrika oder auch in Europa. Plastikmüll, der in der Umwelt landet,
ist ein riesiges Problem, nicht nur für unseren Planeten, sondern auch für unsere Gesellschaft. Und wenn man sich überlegt, dass die Plastikproduktion nicht nur exponentiell steigt, sondern auch fast 80% dieses Plastikmülls außerhalb der Kreisläufe, also außerhalb des Müllsystems sich befinden, gewissermaßen in der Umwelt, dann wird einem klar, dass diese 5 Milliarden Tonnen Plastik ein gigantisches Problem und eine gigantische Herausforderung für uns alle darstellen. Und mit diesem Problem, mit dieser Herausforderung, das ist das, was wir wildes Plastik nennen, haben wir uns vor 3 Jahren zusammengefunden und haben überlegt, naja, Probleme nerven, aber manchmal muss man sie einfach anpacken und schauen, was es für Lösungen gibt. Und uns ist klar, dass wir das nicht alleine schaffen und uns ist auch klar, dass es eine Jahrhundertaufgabe ist, denn wir sehen nicht nur die Bilder, sondern wir spüren auch bereits jetzt schon die Konsequenzen. Die abgebildete Kreditkarte wiegt so circa 5 bis 6 Gramm und wir wissen inzwischen aus verschiedenen Studien, dass das ungefähr das Gewicht an Mikroplastik ist, was der Mensch im Schnitt pro Woche zu sich nimmt. Über die Atemwege, über die Nahrungsaufnahme, über die Trinkwasseraufnahme teilweise und die gesundheitlichen Konsequenzen dessen, die langfristigen Konsequenzen für uns alle, die sind noch nicht erforscht, aber ich glaube, es bedarf nicht allzu viel Fantasie, um festzustellen, dass es sicherlich nicht gut für uns ist. Das heißt, vor 3 Jahren haben wir uns mit dieser Idee zusammengefunden und überlegt, nun ja, was können wir denn gegen diese Bilder tun, beziehungsweise was können wir für eine Lösung in der Zukunft tun? Und da bemühe ich jetzt nochmal ein Wort von Achim. Die Fähigkeitenverwandtschaft, die wir in dieser Gruppe sehr schnell festgestellt haben, ist, dass wir alle unternehmerisch tätig waren und auch ganz fest an gute unternehmerische Lösungen glauben für komplexe Probleme. Und wir nicht glaubten, dass ein Verein oder eine Organisation den richtigen Hebel anbietet, um dieses Problem auch langfristig und wirklich ganzheitlich anzupacken. Das heißt, uns war ziemlich schnell klar, wir möchten eine Lösung entwickeln, die sich um das Problem kümmert, die aber unternehmerisch ist. Und die Lösung ist im Grunde auch Teil des Problems. Es ist nämlich das Plastik selbst. Wenn wir nämlich darüber nachdenken, dass diese 79% Plastikmüll in der Umwelt gelandet sind und Herr Dr. Dieter Gottschalk, unser Kunststoffexperte, immer gebetsmühlenartig hoch und runter gebetet hat, dass es eben kein Müll ist, sondern doch ein Wertstoff, dann ist uns irgendwann klar geworden, dass dort eigentlich nicht 5 Milliarden Tonnen Müll, sondern potenziell 5 Milliarden Tonnen Wertstoff in der Umwelt liegen. Und was wäre, wenn wir diesen Wertstoff, dieses verlorene Material nicht nur finden, sondern auch retten, zurück in die Kreisläufe führen, rezyklieren und wieder zu neuen Produkten verarbeiten? Und diese Hypothese ist im Grunde die unternehmerische Grundlage von White Plastic. Wir haben vor knapp 2 Jahren uns entschieden, ein Unternehmen zu gründen, das aus wildem, gesammeltem Plastik wieder neue kreislauffähige Produkte herstellt. Und das erste Produkt ist fast ein profanes, aber auch symbolisches und unglaublich effektives, nämlich eine Mülltüte aus wildem Plastik. Ich glaube, wir alle benutzen noch Mülltüten zu Hause, ob für den Restmüll oder den gelben Sack. Und diese Mülltüten müssen zurzeit noch aus Plastik sein. Warum nehmen wir nicht das, was draußen in der Umwelt liegt? Und ich glaube, Ihnen allen wird wahrscheinlich beim Zuhören schon klar, dass wir uns hier in allererster Linie mit einem Problem auseinandergesetzt haben und noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, wie wir das jetzt in eine unternehmerische, langfristige Lösung im Grunde gießen. Und genau an dem Punkt haben wir auch innegehalten und uns allen tief in die Augen geschaut und überlegt, warum machen wir das eigentlich? Warum gründen wir jetzt dieses Unternehmen und was ist sozusagen das verbindende Interesse an White Plastic, an unserem gemeinsamen Baby, wie ich es gerne nenne. Und ich glaube, das verbindende Interesse war zum einen, dass wir das Problem langfristig und ganzheitlich lösen wollen und zum anderen, dass wir glauben, dass die Idee und der Zweck und das Problem immer im Mittelpunkt stehen muss. Und die Langfristigkeit, im Grunde die Unabhängigkeit von unseren Personen, und der Schutz vor äußeren Interessen, ob das jetzt meine privaten Interessen sind oder vielleicht die Interessen von Geldgebern oder anderen Stakeholdern,
das war so etwas, was uns besonders wichtig war, wofür wir aber keine unternehmerische Lösung kannten. Und in dem Spirit haben wir die Purpose-Stiftung getroffen, genauer gesagt Achim, vor knapp 2 Jahren, der uns dann relativ schnell mit der Idee der Purpose GmbH vertraut gemacht hat und wir eigentlich ziemlich schnell gemerkt haben, hey, hier, das passt. Also das ist recht passgenau. Wir suchen eigentlich nach einer unternehmerischen Lösung, die langfristig dieses Problem in den Griff bekommt, möchten aber sicherstellen, dass das auch immer im Zentrum steht. Und dass, wenn wir Produkte aus 100% wildem Plastik machen, wie zum Beispiel die Wildbag, und dieses Produkt in Zukunft Profite erwirtschaftet, dass diese Profite, dieser Gewinn auch für den Sinn und Zweck wieder reinvestiert werden. Und offen und ehrlich gestanden, ich hatte damals wenig Fantasie, wie das aussehen könnte. Ich kannte das Konstrukt einer GmbH, die ich bereits vorher einmal gegründet hatte, wusste aber nicht, was wir da jetzt anders machen können. Und ich glaube, Achim und Mike haben das eben perfekt erklärt. Wir haben uns dann eben genau für dieses Konstrukt einer Purpose GmbH entschieden. Das bedeutet, wir 5 GesellschafterInnen haben 99% des Stimmrechts inne und haben 1%, das goldene Veto-Share, an die Purpose-Stiftung gegeben, damit sie die 2 Prinzipien sicherstellen. Das Unternehmen gehört sich selbst, kann nicht verkauft werden und Gewinne werden reinvestiert und nicht beliebig entnommen. So, und diese Entscheidung war getroffen worden vor circa 2 Jahren, aber etwas zu entscheiden und es dann zu machen, sind ja auch nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, gerade in diesem Fall hatten wir natürlich einen gewissen Beratungsbedarf, weil zum einen hatten wir alle noch nie eine Purpose GmbH gegründet und zum anderen, glaube ich, waren all die Vorbilder, all die Narrativen, die wir schon kannten, also auch werteverwandte Unternehmen wie Einhorn oder Soul Bottles, in einem ganz anderen Stadium. Wir haben im Grunde ein Unternehmen gegründet, das ja am Tag 1 oder fast am Tag 0 seiner Lebensreise stand und wir uns überlegen mussten, naja gut, die Bedürfnisse jetzt sind ja ganz andere als die von Einhorn und der Soul Bottles, die schon 5, 6 Jahre alt sind. Und oder die wenigen Beispiele und auch der gewisse Pioniergeist, den wir da mitgebracht haben, der wurde durch die Purpose-Stiftung sehr gut unterstützt, weil wir gemeinsam mit Achim dann überlegt haben und der Purpose-Stiftung, was braucht es denn unternehmerisch an sozusagen Individualisierung in der Satzung, wer soll denn wirklich langfristig Gesellschafter unter welchen Umständen sein dürfen und wie stellen wir denn sicher, dass der Sinn und Zweck dieser Unternehmung, das wilde Plastik aus der Umwelt zu retten, auch unwiderruflich in der Satzung steht und auch dort bleibt. Und es gibt natürlich auch Momente, in denen man denkt, Mensch, das Ganze könnte ja auch ganz schön groß und ganz schön erfolgreich werden. Und das ist so ein Moment gewesen, als wir letztes Jahr gemeinsam mit Otto ein Pilotprojekt gestartet haben, dem zweitgrößten Versandhändler Europas, und überlegt haben, was wäre denn, wenn wir Versandtaschen aus wildem Plastik machen. Im Grunde, jeder, der schon mal online was bestellt hat, weiß, die kommen dann in so einem Polybeutel aus LDPE-Plastik. Und was wäre denn, wenn dieses Plastik kein normales LDPE, sondern wild gesammeltes LDPE-Plastik wäre. Otto hat sich dafür entschieden, mit uns eine Kooperation einzugehen. Und ich glaube, in dem Moment ist auch nochmal total klar geworden, was sozusagen die Qualität und auch die Konsequenz einer Purpose GmbH sind. Nämlich zum einen haben wir in dieser für uns nachvollziehbarerweise grandiosen Partnerschaft nach wie vor unsere Selbstständigkeit gewahrt. Es steht nicht im Raum und es stand nie im Raum, dass sozusagen wir ein Teil des Otto-Konzerns werden können oder werden möchten oder werden sollten, weil die Purpose GmbH, Wild Plastic, sich selbst gehört. Und das hat ehrlich gesagt in dieser Partnerschaft mit Otto ganz viele tolle Dinge bewirkt, weil wir Otto als Konzern natürlich dieses Prinzip nicht nur kennt, sondern auch schätzt und auch glaubt, dass sozusagen selbstständiges Unternehmertum ein guter Treiber sein kann.
wir zum anderen als Unternehmen, aber auch von Anfang an eine Sicherheit und Selbstverständlichkeit hatten dafür, was wir uns wünschen und wie wir gemeinsam diese Lösung gestalten möchten. Weil wir glauben, dass wir langfristig am erfolgreichsten sind, wenn wir eigenständig und sozusagen immer zielorientiert selbst die Entscheidung treffen können, was das Beste für das Unternehmen und damit gleichzeitig auch das Beste für das fixierte Problem ist. Und ich glaube, die Idee, die Welt vom wilden Plastikmüll zu befreien, das klingt verrückt. Das klingt auch manchmal, wenn ich gerade nach so einem Tag wie heute irgendwie nach Hause komme, fast schon unschaffbar in meiner Lebenszeit, weil, und da komme ich jetzt zu der Geschichte aus Bosnien. Wir sind mit einem Partner aus Aachen, Everwave, hier in Visegrad in Ostbosnien und versuchen, einen der vermülltesten Stauseen von Ostbosnien vom wilden Plastikmüll zu befreien. Und als ich heute Morgen diese Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, naja gut, allein für diesen Stausee werden wir ein halbes Jahr brauchen. Und da kommt ja immer wieder Plastik nach. Das heißt, dieses Problem systemisch und langfristig zu lösen, das wird eine Aufgabe über mehrere Generationen sein. Und ich wünsche mir sehr, dass zum einen diese Generationen immer das Problem im Mittelpunkt halten und zum anderen wir natürlich als Unternehmen auch möglichst schnell möglichst große Schritte gehen dürfen. Und da bin ich eigentlich beim dritten Punkt, den Achim eben angesprochen hatte, und das ist das Thema der Finanzierung. Also wie kriegt man denn überhaupt so eine Idee zum Fliegen? Wie schaffen wir es denn, dass aus Wild Plastic nicht nur ein gesundes Startup wird, sondern möglichst schnell auch ein relevantes Unternehmen, das ja weltweit dazu beiträgt, dass wir wildes Plastik aus der Umwelt retten. Und wir haben im Grunde im letzten halben Jahr uns überlegt, was ist denn anders? Oder besser gesagt, was benötigt denn Wild Plastic aus finanzieller Perspektive, um jetzt in den nächsten Jahren seiner Mission nachzugehen? Und was ist denn das Risikoprofil dieser Unternehmung? Und ich glaube, dieses Gespräch über das Risikoprofil hat sehr schnell klargestellt, naja gut, uns sind zwei Dinge wichtig. Wir wollen langfristig agieren. Das heißt, wir wünschen uns, dass wir nicht nur langfristig dieses Unternehmen steuern, sondern auch, dass das eingebrachte Kapital langfristig wirkt und gewissermaßen geduldig ist. Das heißt, wir haben Finanzierungspartner gesucht, die jetzt nicht nach 3 oder 4 Jahren einen frühen Exit machen wollten. Und das Zweite ist, dass wir glauben, dass wir durch die Kooperation mit Otto und auch den frühen Erfolg mit unseren eigenen Produkten schon ein gewisses Risiko aus der Unternehmung rausgenommen haben. Und mit einem gesunden Wachstum, was wir jetzt anstreben, hoffentlich in der Lage sind, nach 10 Jahren eine faire Rendite für eingebrachtes Kapital, für Startkapital, für Wachstumskapital zahlen zu können. Und diese Diskussion, was ist denn eine faire Rendite nach 10 Jahren für eingebrachtes Startkapital und wie ist denn eigentlich das Risiko bei White Plastic und warum ist es vielleicht sogar einen Ticken geringer als bei einem, in Anführungsstrichen, konventionellen Unternehmen? Das, glaube ich, hat man sehr schön an dem Graphen der Studie aus Dänemark gesehen, die Maike eben vorgestellt hat. Ich glaube, dass wir eine deutlich größere Überlebenschance haben, als wenn wir uns konventionell gegründet hätten. Dementsprechend haben wir mit den 4 Finanzierungspartnern eine faire Struktur gefunden, in der wir nach 10 Jahren ein gewisses Multiple auf das Investment jetzt zurückzahlen. Wenn es dem Unternehmen gut geht, wenn es gesund ist, wenn es in der Lage ist, das zurückzuzahlen. Und ich glaube, wir damit zwei Dinge geschafft haben. Zum einen erlauben wir Wild Plastic damit jetzt schnell und gesund zu wachsen. Zum anderen glaube ich, dass die Finanzpartner auch eine faire und risikoadäquate Rendite für ihr eingebrachtes Risikokapital bekommen. Und das ist jetzt ein hoher Überflug gewesen über dieses Thema. Da können wir auch gerne nochmal in die Tiefe gehen. Aber mir sind im Grunde drei Dinge wichtig. Wir haben es geschafft, unsere Idee umzusetzen. Das Unternehmen gehört sich selbst. Die Gewinne werden in den Sinn und Zweck reinvestiert.
Wir haben es geschafft, aus dieser Idee eine GmbH zu machen und für diese GmbH auch noch ein passendes Startkapital zu finden. Und ich glaube, das ist mehr, als wir uns vielleicht vor 2 Jahren noch erhofft haben. Und da bin ich super dankbar für die Unterstützung der Purpose-Stiftung und natürlich auch alle anderen UnterstützerInnen und freue mich, wenn wir gemeinsam einen Unterschied machen dürfen und in den nächsten 10 Jahren die Welt vom wilden Plastikmüll befreien. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an Sie, Christian Siegmund, auch für Ihre Einführung in ein Praxisbeispiel von einer Purpose GmbH und die Variante, die wir aus der Geschichte kennen, von angefangen, wie wir Zeiss, Bosch und die vielen Beispiele, die Sie genannt haben, finde ich natürlich hochspannend. Gerade auch, dass es sich, man hat es ja bei den Markenüberblick gesehen, bei den Brands, dass wir sehr viele, sagen wir mal, junge Unternehmen da drin auch haben. Und so auch ist Wild Plastic, das ist die Resonanz, sind Sie ja auch eine Organisation, die jetzt ja gerade mal ein paar Jahre am Laufen ist, dass Sie sich so schnell in die Richtung entschieden haben und dadurch natürlich auch sowohl für Investoren, aber ich vermute auch für auf der Mitarbeiterseite da eine große Resonanz ist. Ich weiß es von meinen Studierenden, da ist sehr viel im Umbruch und viele meiner Studierenden sind in der Richtung ja am Rätseln, wie was mache ich nach dem Studium, in welche Organisation führe ich mich, also werde ich mich einfinden. Insofern an Sie drei die Frage, wie reagiert natürlich die Bevölkerung, die Gesellschaft darauf, aber so als erster Punkt ist, wie reagiert die Generation Y und Z auf dieses Modell der Purpose GmbH? Ein Vertreter einer politischen Partei hat es so ausgedrückt, dass diese Eigentumsstruktur ein Konzept für die neue Arbeitnehmergeneration ist. Und ich glaube, das sehen wir auch. Also wir haben dieselben Erfahrungen mit Studenten, wie Sie die auch schildern. Wir bekommen ja wöchentlich Anfragen, ob sie bei uns arbeiten können oder ob wir ihnen Listen mit Unternehmen in Verantwortungseigentum schicken können, bei denen sie anfangen können. Aber auch, ob sie Forschungsarbeiten bei uns schreiben können. Also sieht man auf jeden Fall. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, die Generation, die Sie ansprechen, hat ja den Luxus, auch sich fragen zu können, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Also bestimmte Basisbedürfnisse sind erfüllt und dass dann die Frage aufgeht, wo will ich meine Lebensenergie, meine Schaffenskraft, meine Zeit einsetzen, ist eine so wichtige Frage für diese Generation. Ich glaube, diese Generation hat nur den Luxus, sich das stellen zu können. Aber eigentlich ist es doch eine tief menschliche Frage. Die Frage, wo möchte ich mich für einbringen? Wofür möchte ich arbeiten? Wofür bin ich eigentlich hier? Und der nachgehen zu können, ist in aller Konsequenz, wenn man das bis zum Ende denkt und wir ermöglichen, dass Menschen sich mit den Potenzialen, die sie haben, für die Sinne einsetzen, für die sie sich einbringen wollen. Das kann so wahnsinnig viel Potenzial entfalten, dass wir oft diskutieren, was heißt das eigentlich, wenn eine ganze Gesellschaft aus einer intrinsischen Motivation heraus sich für Dinge einsetzt? Was gehen da an, ich will Friedrich Bergmann zitieren, was gehen da an Niagara-Fälle des menschlichen Potenzials eigentlich plötzlich los? Ich glaube, eigentlich reden wir im Kern über genau diese Möglichkeit und diese Frage und die Chance. Wie ist es bei Ihnen, Christian Siegmund, wie ist da die Bewerberlage, die Bewerberinnenlage der jungen Generation? Ja, ich habe da heute noch mit einer Mitarbeiterin im Auto drüber gesprochen, lustigerweise, und sie gefragt, was das denn eigentlich mit ihr macht, dass wir ein Purpose-Unternehmen sind, weil da hatten wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Und sie hat dann kurz überlegt und gesagt, nun ja, sie hat vor einem halben Jahr sich überlegt, was sie denn nun als nächstes macht in ihrem Leben. Und ihr war eins besonders wichtig, dass sie etwas verändert und dass sie Impact hat. Das ist, glaube ich, sehr typisch. Also so dieser Veränderungsdrang und auch diese Ungeduld, dass wir komplexe Probleme jetzt wirklich anpacken müssen. So, und ihr ging es um einen Punkt, nämlich die Sicherheit, dass das Unternehmen, bei dem sie arbeitet, dies auch wirklich tut und in den Mittelpunkt stellt. Und sie hatte bei uns natürlich den Eindruck, dass wir das tun,
aber erst nachdem sie wusste, dass wir in Verantwortungseigentum gegründet haben, auch die Sicherheit, dass wir das langfristig tun werden, weil wir im Grunde alle anderen Interessen nachgelagert oder auch ausgeschlossen haben. Und man fairerweise sagen muss, dass sie bei ihrem vorherigen Arbeitgeber auch eben ein negatives Erlebnis hatte und sie das Gefühl hatte, hey, hier gab es eigentlich so einen Mission Drift. Ich bin für das eine angetreten, aber habe dann das andere gemacht. Und ich glaube, das ist kann auch eine unangenehme Erfahrung sein, die sie bei einem Purpose-Unternehmen so nicht hat. Ich hätte noch mal eine Frage zur Verklärung. Also ich finde es außerordentlich sympathisch, was White Plastics macht. Erinnert mich an eine Aktion vor 2 Jahren in Bhutan. Da habe ich, glaube ich, einen 4.300 Meter hohen Gipfel, der völlig vermüllt war, mit meinem Guide 2 Stunden lang aufgeräumt, damit er wieder schön ausschaut. Und dann gesagt, wenn das alle Menschen machen würden, dann wären wir, glaube ich, ein Stück weiter auf unserem Planeten. Ja, vielen Dank. Danke für das Engagement an der Stelle. Ja, genau. Jetzt für mich nochmal zur Klarstellung. Es wird unterschieden zwischen Vermögenseigentum und Verantwortungseigentum. Jetzt sage ich mal ganz platt, das haben wir heute auch schon. Also heute gibt es die Aktionäre und die Inhaber, die haben das Vermögen und dann die machen sich einen Geschäftsführer oder einen Vorstand setzen die hin, der eben über das Wissen verfügt und der hat quasi die Verantwortungseigentum. So, jetzt für mich nochmal zum Mitschreiben, wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was ihr in der Purpose Stiftung macht? Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die zwei Bündel des Eigentumsrechts wirklich zu differenzieren. Also der Verantwortungseigentümer, Christian Siegmund, der hat die volle Verantwortung und die volle unternehmerische Kontrolle über White Plastic mit seinen Stimmrechtskollegen. Was er aber nicht mehr hat, ist, er ist nicht mehr Vermögenseigentümer. Er kann sich nämlich nicht mehr Gewinne ausschütten an sich privat und das Unternehmen White Plastic so zu seinem Vermögen machen. Und wenn ich eine ganz normale GmbH habe, ist das ganz wesentlich unterschiedlich. Da kann ich das zwar auch so tun, aber ich habe keine Garantie, dass ich diese GmbH nicht irgendwann als mein Vermögenseigentum nutze oder sie es ganz de jure eigentlich ist in dem Moment, wo ich eine ganz normale GmbH habe, weil da habe ich halt in einer Person sowohl das Stimmrecht, aber auch das Gewinnrecht. Ich kann zu jeder Zeit die gesamte Arbeit und den Wert dieser Firma liquidieren und mir als Privatperson zugutekommen lassen. Ja, aber das ist nur, wenn ich als Geschäftsführer Gesellschafter da bin. Also wenn ich jetzt Vorstand bin, bestellt worden über den Aufsichtsrat, also über das Kapitaleigentum, wie Vorstand kann ich mir auch keine Gewinne mal für mich ausschütten. Ja. Also deshalb hängt es bei mir noch ein bisschen, wo der Unterschied ist. Also für diese Spezialform, dass ich Geschäftsführender Gesellschafter bin, bin ich bei Ihnen. Ja, ja, aber dann nehmen wir das andersrum. Sie sind Geschäftsführer und ich bin Gesellschafter und ich stelle Sie ein, damit Sie was tun. Dann sind Sie de jure sozusagen eingesetzt und ich kann Ihnen sagen, was Sie mit meinem Vermögenseigentum machen sollen. Ich glaube nicht, dass dem Mitarbeiter, den White Plastic da gerade beschrieben hat, dadurch geholfen ist. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass das sogar wieder ein Problem in die andere Richtung erzeugt, nämlich das Verantwortungsvakuum, wo viele, viele Geschäftsführer sagen, naja, ich bin ja hier, ich bin ja angestellt. Mein Job ist es ja, den Gesellschaftern zu dienen. Und wenn das dann in Kombination mit Vermögenseigentum ist, dann sehen wir, glaube ich, warum in vielen, vielen Organisationen zwar viele, viele Menschen viele, viele Probleme sehen, aber sich alle sehr, sehr machtlos sehen, diese Probleme zu lösen. Also ich glaube nicht, dass das Problem, den Vermögenseigentümer einfach weiter rauszuziehen und dafür einen Geschäftsführer einzusetzen, das Problem löst, sondern tendenziell eher sogar noch schlimmer macht. Ja, und ich möchte den Punkt, den du gerade gesagt hast, nochmal stärker machen. Es gibt ja wirklich Manager, die sehr klar definiert bekommen, dass deine Aufgabe ist es, meinen Shareholder Value zu maximieren. Egal, wie du das machst, das ist deine Aufgabe. Und wenn du es nicht gut machst, dann nehme ich dich da weg und setze jemand anders rein. Und das ist ja auch schon Kontrolle und Macht, die man an dieser Stelle als Vermögenseigentümer hat. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die, sagen wir mal, das Herz der deutschen Wirtschaft ausmacht. Und zwar der familiengeführte Mittelstand letztendlich. Ja. Und wir haben ja dort über frühere Diskussionen in der Peter Drucker Gesellschaft, ich sage mal so, natürlich haben wir 28 Fortune 500 Unternehmen in Deutschland, die großen Aktienkonzerne in Deutschland, die weltweit bekannt sind. Aber das eigentliche Herz der deutschen Wirtschaft ist ja tatsächlich der familiengeführte Mittelstand mit 1300 Hidden Champions. Ich sagte vorher schon, etwa 5000 Familienunternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz.
Und die haben natürlich alle möglichen in den teilweise ja 150 Jahre alte Tradition ihrer Organisation sehr unterschiedliche Konstruktionen. Also es gibt natürlich auch heute noch die Variante, zum Beispiel Putzmeister war das erste, eines der, glaube ich, das erste oder eines der ersten größeren Hidden Champions Unternehmen, was an China verkauft worden ist. Karl Schlecht hat es verkauft an seinen, an die Nummer zwei der Welt, Sany in China. Das ist so die eine Variante. Das ist das, was sagen wir mal, die Purpose-Stiftung versucht zu verhindern, beziehungsweise Herr Schlecht ist natürlich dadurch, er konnte das Unternehmen verkaufen und ist, konnte mit seinem Geld, was er da mit erwirtschaftet, philanthropisch, und dann ist er ja unterwegs. Also das ist auch eine Variante, die bleiben wird in der Vielfalt der Formen. Und dann gibt es natürlich andere Formen, in der Regel, wir haben hier in der Nachbarschaft von Mannheim die Freudenberg-Gruppe, die mittlerweile über 350 Familienmitglieder mit ihrer Satzung innerhalb der Familienmitglieder versucht, die Werte, den Sinn von Freudenberg, auch die Verankerung in der Region aufrechtzuerhalten. Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, Werte gesellschaftlich, philanthropisch unterwegs. Man kann verkaufen und kann philanthrop werden. Man kann die Familie als Garant nehmen, damit die Werte erhalten bleiben. Und insofern ist Ihre Idee und Ihr Konstrukt natürlich die Stiftungen, das ist so das, was manche Unternehmer dann letztendlich über einen mühsamen Weg, manchmal 20 Jahre, bis man das Konstrukt sauber hat, ist das, was Sie machen, eben über das, was Christian Siegmund bei Wild Plastic und natürlich die vielen anderen Unternehmen, gleich den Punkt Pürz-Org muss ich gleich noch nachfragen auch. Sie haben Pürz-Org, habe ich gesehen, mit drin, den Preisträger Joste Block unseres Awards letztes Jahr, das wir in der Purpose Society, Drucker Society vergeben konnten, mit drin. Aber die Frage, lässt sich Ihre Idee mit der Purpose GmbH, die es jetzt in der Form ja mit dank Ihrer Hilfe ja schon gibt und vielleicht mittelfristig auch über die gesetzliche Veränderung noch eine weitere GmbH geben wird, lässt sich das im Moment schon, haben Sie Anfragen oder sehen Sie Potenzial auch für diese Tausenden von größeren Familienunternehmen? Gibt es da Gespräche schon? Das wäre ja in Anführungsstrichen für viele Investoren, die im Ausland auch ein Auge auf unsere Perlen des Mittelstands geworfen haben, wäre das eine Möglichkeit mit Ihrer Variante und haben Sie schon Fragen, Anfragen, Gespräche in die Richtung? Ja, also ich würde da ganz gerne zwei Sachen als erstes sagen. Erstens ist das ja gar nicht unsere Idee, sondern diese Idee ist sehr, sehr, sehr alt und wir haben diese Idee aufgegriffen und wollten sie zugänglicher machen, einfacher umsetzbar machen. Das ist nicht unsere Idee. Wir tragen die vielleicht mit gerade und das ist ganz, ganz wichtig. Und wahrscheinlich noch wichtiger ist, wir tragen sie auch in der Verantwortung derjenigen, die da vor uns waren und die um uns rum sind. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen genau in dem Bereich, den Sie ansprechen, der Familienunternehmen und des Mittelstandes, die so agieren wie Unternehmen mit Verantwortungseigentum oder wie Unternehmen mit gebundenem Vermögen, wie auch immer man das jetzt nennen will. Es geht ja in der Konsequenz im ersten Schritt nicht um das Rechtsgleich, sondern im ersten Schritt geht es um das Verständnis des Unternehmers zu seinem Unternehmen und der Rolle des Unternehmens. Und dann geht es um die passende Lösung. Und dieses Verständnis des Unternehmens eingebettet in Gesellschaft, der Verantwortung des Unternehmers, auch der Vorstellung, dass Gewinne der Unternehmensidee dienen und nicht dafür da sind, Privatpersonen zu befüllen, das sind alles sehr, sehr gelebte und gerade in unserer sozialen Marktwirtschaft tief verankerte Prinzipien, unserer Meinung nach. Ich glaube, wir glauben, dass die rechtliche Umsetzung etwas ermöglicht, was ein Familienunternehmen zum Beispiel nur über Generationen hinkriegt, nämlich das Vertrauen aufbauen. Wir leben diese Werte und das entsteht nur über viele, viele, viele Jahre. Das, was für Wild Plastic möglich ist, ist durch die rechtliche Verankerung dieses Vertrauen eigentlich vorzuziehen und es schon umzusetzen. Und uns geht es am Ende des Tages nicht unbedingt um, mit welcher Lösung wurde es jetzt umgesetzt, mit der Purpose-Stiftung, mit anderen Stiftungskonstruktionen, sondern es geht uns um dieses Unternehmensbild. Und gerade im Mittelstand ermöglicht es aber eine andere Sache noch, nämlich das, was Michael vorhin gesagt hat, den Zugang zur Kontrolle, die soziale Mobilität. Wenn ich mich frage, wer ist denn ein passender Nachfolger? Und ich löse das plötzlich von Familie und ich löse das von dem benötigten Kapital, was ich brauche, um überhaupt in die Kontrolle eines Unternehmens reinzukommen und ermögliche vor allen Dingen den Fokus auf Fähigkeiten und Werteverwandtschaft zu legen, dann geht ein ganz neuer Nachfolgepool auf. Und wenn wir diesen Nachfolgepool öffnen über die Eigentumsform und gleichzeitig klar machen, dass diese Umsetzung des Verantwortungseigentums, der zunehmenden Ausverkauf des Mittelstandes und der Zentralisierung des Mittelstandes ja entgegensteht,
dann ist es genau die Idee, die es in diesem Mittelstand braucht, um den Wert dieses Mittelstandes zu erhalten, meiner Meinung nach. Maike, Sie sind ja direkt betroffen. Ja, genau. Kann ich direkt anknüpfen. Ich bin ja tatsächlich die Tochter einer Unternehmerin, eines Unternehmens in Verantwortungseigentum, also einer Verantwortungseigentümerin. Und für mich war dieser Schritt oder ist dieser Schritt natürlich, auf der einen Seite wurde mir sozusagen mein theoretisches zukünftiges Erbe weggenommen, auf der anderen Seite ist das für mich super. Es gibt totale Last, der von mir fällt, wenn ich mir vorstellen würde, in der Parallelwelt müsste ich mich jetzt auf die Übernahme vorbereiten oder müsste irgendwie drüber nachdenken, wie ich sonst damit umgehen könnte. Und in dieser Welt habe ich alle Möglichkeiten, wenn ich das möchte, in das Unternehmen einzusteigen und mich da hochzuarbeiten und eventuell irgendwann als ja, Geschäftsführerin und vielleicht auch Verantwortungseigentümerin zu folgen. Aber ich muss es nicht. Und ich kann jetzt auch stattdessen hier mich dafür einsetzen, dass auch viele weitere Erben vielleicht die Möglichkeit bekommen, wirklich frei zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen möchten. Auch hier eine neue Generation auch von Unternehmenserben und Erbinnen. Interessant, ja. Ich vermute, also wenn Sie jetzt in der Richtung, wenn sich die Frage des Verantwortungseigentums noch weiter auch die Fragen verbreitet, Sie haben ja auch eine relativ große Medienresonanz, dann werden vermutlich auch die nächste Generation an, wie Sie, Maike Kaufmann, werden mit solchen Überlegungen zusammenkommen und wir werden vermutlich, also meine Beobachtung, wenn ich meine Studierenden anschaue und auch gerade diejenigen, die in einer ähnlichen Situation wie Sie stehen, Maike, dass das sicherlich ein Trend im 21. Jahrhundert sein wird, der nicht zu niedrig bewertet werden kann. Meine letzte Frage, bevor wir dann in die öffentliche Runde gehen, Bürz.org habe ich vorher gesehen. Insofern, das ist natürlich mal ganz interessant, weil wir gerade auch einen kleinen Schwerpunkt ja bei unserem, auch bei einem Roundtable und bei unserem Purpose Summit im Februar letzten Jahres darauf gelegt haben, auf die, sagen wir mal, weltweit hochbeachtete Organisation, ein soziales Startup, vor 14 Jahren gegründet von Joste Block und Conny Kronberg, die auch im Februar bei uns war, von 6 Leuten und mittlerweile 60% Marktanteil in den Niederlanden im Bereich der ambulanten Altenpflege. Auch im Zusammenhang mit der Covid-Situation, gerade dort sterben ja etwa 50% aller Menschen, die in Europa sterben in der Pandemie, sterben ja genau in dieser Altersgruppe der stationären Versorgung von alten Menschen und Ambulanten. Und auch dort kann man ja sehen, wie so eine Organisation durch einen hohen Grad an Verantwortung, jetzt nicht Eigentum, sondern Verantwortung von 15.000 Krankenschwestern und Altenpflegerinnen, die in dem Bereich da in dieser Organisation das aufgebaut haben, dass dort auch mittlerweile, ich wusste, es ist eine Non-Profit-Organisation, aber das hatten wir nie mit Ihnen debattiert, dass Bürz.org jetzt tatsächlich auch genau diese Variante gewählt hat. Also vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz ein paar Punkte dazu sagen. Das ist hochinteressant. Ja. Also ja, das stimmt. Wir haben da mit Bürz.org zusammengearbeitet und warum ich glaube, dass das so ein schönes Beispiel ist, ist erstens durch die sehr direkt spürbare gesellschaftliche Relevanz dessen, was sie tun, nämlich sich um kranke und alte Menschen kümmern. Und dann komme ich eigentlich aus zwei Richtungen. Das eine ist, dass Bürz.org eine sehr besondere Art der Zusammenarbeit hat. Und diese Zusammenarbeit funktioniert ja nur, wenn ich an diese Sinnorientierung und die Eigenverantwortung der Menschen glaube. Und dann auch eine Struktur schaffe, in der das maximal gut möglich gemacht wird. Und wenn ich mir jetzt mal nur das Gedankenexperiment erlaube, dass so eine Organisation plötzlich von Finanzinvestoren übernommen werden würde, dann können wir, glaube ich, uns alle vorstellen, was dann passieren würde mit den Grundlagen dieses Modells. Im Gegenteil, aber wenn es dann trifft auf eine Eigentumsstruktur, die genau diesen Prinzipien der Eigenverantwortung, der Sinnorientierung, wo das eine Widerspiegelung ist, dann glaube ich, kann das wie ein Multiplikator der inneren Kraft dessen dienen. Und ich glaube, noch ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, in dem Bürz.org-Modell geht es ja um etwas, was vor allen Dingen Menschen machen können. Menschen können zu anderen Menschen gehen und sich um sie kümmern, Verantwortung übernehmen. Und das, was uns als Menschen ausmacht, Empathie, das ist da ja das ganz Besondere, dass sie das können. Und sie werden im Gegensatz zu anderen solchen Pflegesystemen eben nicht wie Nummern und wie kleine Rädchen im System behandelt. Und wenn
wir jetzt eine Kombination haben aus einer Organisation mit einer Eigentumsstruktur, in der Verantwortung drin ist, die sinnorientiert ist und die auf die ganz tief menschlichen Fähigkeiten setzt, dann wird, glaube ich, nochmal deutlich, was das auch in Zeiten von Digitalisierung bedeutet, in denen ja viele Jobs, wo es nicht um das Tiefmenschliche geht, sondern die eigentlich sehr repetitiv sind, zunehmend wegfallen werden. Was bleibt dann? Dann bleibt doch das, sich einbringen mit der menschlichen Kraft. Und das braucht doch solche Rahmenbedingungen, in denen Menschen sich mit genau dieser menschlichen Kraft einbringen wollen. Das ist das Besondere für mich am Würzburg-Modell. Okay, herzlichen Dank auch für die Erläuterung noch. Ich hätte jetzt noch an Christian Siegmund eine Frage gehabt, aber es ist jetzt genau 19.15 Uhr und insofern stelle ich die zurück. aber vielleicht kommt sie ja auch, ich habe den Chat, den hat Hermann Doppler nebenher verfolgt. Das ist natürlich auch nochmal spannend, mit Ihnen wäre jetzt zu diskutieren, vielleicht kommt es aus dem Publikum die Frage, wie man sozusagen die Balance finden zwischen der eigenen Mission und dem Risikoprofil, dass man auch für so einen Aufbau von so einer, für die Welt absolut relevanten Frage, mit der Sie sich beschäftigen, wie man dort im Prinzip auch Investoren gewinnen kann und ob dann die Purpose-Stiftung dann entsprechend genau das richtige Modell ist. Das hatten Sie ja angedeutet. Aber das wäre ja sicherlich auch nochmal für die meisten Gäste aus unserem, die heute dabei sind, kommen ja eher aus der Industrie. Das wäre für Sie, glaube ich, auch spannend. Aber ich habe sie nur gestellt und ich lasse im Raum mal so stehen und ich vermute, Sie hätten da eine gute Antwort. Aber jetzt gebe ich weiter an Hermann Doppler und er hat die ganzen Fragen gesammelt und wir lassen jetzt das Publikum sprechen. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Eingewählt hat sich jetzt der Herr Herzhoff. Wir haben im Chat einige Fragen und zwar gibt es einmal den Chat im YouTube und dann im LinkedIn. Vorher nochmal eine Frage von meiner Seite. Ich habe sowohl in einer Stiftung gearbeitet als Geschäftsführer und ich habe auch gearbeitet als Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen. Für mich ist immer die Frage zunächst nochmal, wie die PO1 hat für mich der Purpose und der zweite Punkt ist dann, wie sind die Eigentumsverhältnisse? Also mich haben die Eigentumsverhältnisse so nicht gestört, wie Sie es beschrieben haben. Ich habe es so nicht empfunden. Ich mache das auch daran fest, die Ziele und die Dinge, die man zu realisieren hatte, waren sowohl in der Stiftung, ich sage mal, vergleichbar mit dem, wie sie auf der einen Seite in einem Unternehmen waren, wo ich als Geschäftsführer war und auf der anderen Seite auch, als ich in der Linienorganisation beim Automobilhersteller war. Also ich meine, der Purpose ist die Prio 1 und kann diese enge Verbindung, die sie herstellen, die habe ich zumindest in meinem Leben so nicht erlebt. Sehen Sie das? Ich beglückwünsche Sie, dass Sie das nicht erlebt haben. Ich glaube, dieses Problem wird immer dann ein Problem, wenn es ein Problem wird. When the shit hits the fan. Oder hätte ich gesagt, change it, love it or leave it. Aber ich glaube, es ist ja immer ein bisschen die Frage, wo ist man? Ich glaube nicht, dass das generell ein Problem wird. Für mich war es auch nicht ein Problem, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, verkauft wurde. Und Stück für Stück die Seele dieses Unternehmens, das Unternehmen verlassen hat. Und ich glaube, in einer Welt, in der das zunehmend zum Mainstream wird, das Unternehmen gekauft, verkauft werden und man sich für Geld Macht kaufen kann, wird es eben für viele, viele Menschen zunehmend zu einem sehr erlebbaren Problem. Und sie wollen sichergehen, dass das genau nicht der Fall ist. Wobei da immer die Frage ist, das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Wir beschäftigen uns in der Peter Drucker Society sehr viel mit Innovation. Und gerade in dem disruptiven Wandel, in dem wir jetzt drinstecken, sind wir in der Situation, dass manche Unternehmen letztendlich ihren Purpose für die Zukunft nur gemeinsam mit anderen Unternehmen entwickeln können und deswegen Kooperationen eingehen müssen. Wie offen ist denn so ein System für Kooperationen? Muss der Kooperationspartner dann ähnlich gestrickt sein oder wie funktioniert das denn? Ich würde sagen, Chris, du als gerade Kooperation eingehender Mensch, könntest du das am besten beantworten. Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir vielleicht da ein Paradebeispiel jetzt letztes Jahr angefangen zu stricken, nämlich die Kooperation mit der Otto-Gruppe aus Hamburg. Und meine Wahrnehmung ist genau die gleiche, da stimme ich Ihnen zu 100% recht.
unser Problem und viele andere werden wir alleine nicht lösen. Da braucht es gemeinsame, nicht nur eine gemeinsame Haltung zu, sondern auch ein gemeinsames Schaffen. Und der Kooperationsgeist, den wir erlebt haben, ist eigentlich der, dass wir eher auf Augenhöhe miteinander kooperieren, als dass wir einander integrieren möchten in uns oder in die eigenen Abläufe. Und ich glaube, der typische Fall wäre gewesen, und das ist, glaube ich, auch gut nachvollziehbar, dass in der Vergangenheit die Otto-Gruppe womöglich Wild Plastic am liebsten eingebunden hätte in seine Prozesse und gesagt hätte, naja gut, dann wird es ein Teil von uns und wir lösen das Problem so. Aber lustigerweise haben wir auch gemeinsam festgestellt, es reicht ja nicht, wenn nur wir das gemeinsam machen, sondern ich glaube, die Lösung muss eigentlich noch größer werden und wir müssen jetzt mal forsch gesagt auch mit der Konkurrenz kooperieren, weil Versandtaschen gibt es auf der ganzen Welt, nicht nur bei Otto und die nutzen auch andere. Und meine Vision ist es, dass eigentlich alle Versandtaschen, die wirklich noch aus Plastik sein müssen, auch aus wildem Plastik sein können. Und ich glaube, dieser Geist, den wahren wir, der wäre nicht so leicht zu wahren, wenn wir ein Teil unserer Kooperationspartner werden würden, also gekauft und integriert werden. So, und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, den sehen nicht nur wir so, sondern das sieht unser Kooperationspartner auch so und das ist toll. Gut, ich sage mal, das ist jetzt dann die Frage, sind Sie in einem normalen Kundenlieferantenverhältnis oder gehen Sie, was für eine Art der Kooperation gehen Sie ein? Und die andere Strategie wäre dann die Fragestellung, kauft der Verkäufer seinen Hersteller so in etwa? Sind dann taktische Überlegungen. Ich hänge immer noch an der Frage fest und kriege da die Brücke noch nicht. Der Purpose hat für mich die höchste Priorität. Auf der anderen Seite ist es für mich, mir persönlich war es, ich sage es mal ganz salopp, im Grunde genommen egal, wem die Company gehört, wenn wir den Purpose umsetzen konnten, den ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern besprochen habe, erarbeitet habe und so weiter. Natürlich kam da auch von den Aufsichtsgremien Hinweise dazu, kein Thema. Nur solange das vereinbar ist, kann ich auch in anderen Gesellschaftsformen leben. Und ich verstehe manche Dinge, die mögen hip sein, ich sage es mal so frei raus. Ich glaube schon, dass man diese Dinge beachten muss. Der Purpose hat eine unwahrscheinliche Wirkung und das ist wichtig. Ich glaube, ich kann es einfach, also ich verstehe Ihre Frage. Ich kann nur nicht deutlicher sagen, als das Problem, was wir beobachten, ist, dass der Profit sich ja genau vor den Purpose schiebt und das Mittel-Zweck-Verhältnis sich verzogen wird bis aufs Perverseste und diese Eigentumsform sicherstellt, dass das Mittel-Zweck-Verhältnis genau zum Purpose aufrechterhalten wird. Nochmal, ich glaube, dass das absolut möglich ist, auch ohne die Rechtsform das zu leben. Aber wenn ich glaube als Unternehmer, und das sind ja die Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das ursprünglich gar nicht die geben kein Recht ab, sondern die sagen, es ist gar nicht, dieses Unternehmen ist nicht mein Vermögenseigentum, sondern es ist per se meine Haltung, dass diese Gewinne dem Zweck dienen und ich möchte das passende Rechtskleid. Und ich kann da nur die Unternehmer zitieren, mit denen wir arbeiten, wenn die Mitarbeiter zu ihnen kommen und sagen, du sagst das immer, dass das hier für den Sinn ist, aber eigentlich haben wir ein Rechtskleid, was de jure sagt, dass das alles dein Vermögenseigentum ist, dann möchten Unternehmer eine kohärente Antwort und ein kohärentes Rechtskleid, was diese Frage ganz eindeutig beantwortet und wo nicht eine Rückwirkung gibt vom Rechtskleid auf die Realität und wir dann doch zu oft erleben, dass der Profit sich genau vor dem Purpose schiebt. Ja, und wir selber haben wirklich viele Mitarbeitende, aber auch die ganzen Unternehmen in Verantwortungseigentum, wenn wir da mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, die erzählen alle solche Geschichten, die erzählen alle, wann es bei Ihnen so wirklich Klick gemacht hat, dass ihr bei Ihrem Job nicht der Purpose mehr im Vordergrund steht, sondern ja die Profite oder die Shareholder Values von den Einzelnen und sich die Aktionäre im Bus alle darüber unterhalten haben, welches neue gigantische Megabild sie sich jetzt kaufen, während die Mitarbeiterin selber ja super wenig verdient hat und sehr purposelose Arbeit hatte. Und man merkt ja bei diesen ganzen Leuten, da steht eine extreme Energie. Und wir haben auch sehr, sehr viele Unterstützer und Unterstützerinnen aus dem Mitarbeiterkreis, weil ich glaube, dass viele da doch sehr negative Erfahrungen machen und für die es dann also doch auch die Eigentumsstruktur wichtig ist. Also ich gehe jetzt mal auf den Chat ein, nehme das mal so auf, das Thema Profit oder Gewinn. Peter Drucker sagt,
Die Gewinne sind die Kosten für das Überleben. Und da gibt es ja auch einige Ausführungen dazu. Aber ich möchte im Moment das auch nicht vertiefen, weil das würde den Rahmen sprengen. Ich gehe einfach mal jetzt auf den Chat. Hier ist der Herr Schwarze, der fragt, warum können nicht einfach Strukturen aus bereits vorhandenen Unternehmen übernommen werden? Fragt dann weiter, gibt es Beispiele, dass Ihre Prinzipien sich eventuell auch in einer AG umsetzen lassen? Also es war eine zweigeteilte Frage, wenn ich es richtig verstehe. Erst, warum nicht bestehende Strukturen nutzen, richtig? Ja, und dann das Ganze übertragen auf eine AG. Kann man eine AG einfach umsetzen in dieses Konzept? Ja, also die bestehenden Strukturen, man kann damit arbeiten. Also wir erleben ja auch heute schon Stiftungsunternehmen, die Stiftungen als Werkzeug so benutzen, dass sie Verantwortungseigentum umsetzen können, über oft sehr, 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 sehr komplizierte und teure Strukturen, schlichtweg viel zu teuer für Startups, deswegen nutzen wir sie nicht. Deswegen, ja, man kann sie nutzen, aber sie sind im Vergleich zur Gründung einer GmbH ein Wettbewerbsnachteil, das so zu machen für diese Unternehmensform. Und wir leben, was die AG angeht oder das Konstrukt der AG, erleben wir gerade in Dänemark, dass es da sehr, sehr viele börsennotierte Unternehmen gibt, die aber die Stimmrechte, den Großteil der Stimmrechte im Unternehmen behalten und so eine Kombination der zwei herstellen. Bei Zeiss okay. Ist übrigens auch ja. So. Die Zeiss AG ist ja auch eine AG. Dann eine Frage von Dirk Sander im LinkedIn. Der schreibt, verführerische Geschichte, wenn ich dieses 1% an die Purpose-Stiftung abgebe, um mich vor einem möglichen künftigen Sinneswandel schon heute zu bewahren, wer garantiert mir, dass die Stiftung ihrerseits davor geschützt ist, von stiftungsfremden Interessen unterlaufen zu werden? Wie sichert ihr euren Stiftungszweck ab? Seid ihr selbst in Verantwortungseigentum gegründet? Und wer hält dann das entscheidende 1%? Ja, sehr, sehr gute Frage. Dreiteilig zu beantworten. Erstens, ja, wir sind in Verantwortungseigentum gegründet, alle unsere Gesellschaften, wir haben ein paar mehr davon. Und da ist ein Mechanismus wichtig in der Purpose-Stiftung, das 1% hält, nämlich die Purpose-Stiftung wiederum hat ein Kontrollgremium in sich, das den Stiftungsvorstand kontrolliert. Das ist der sogenannte Unternehmerrat. In diesem Unternehmerrat sind Repräsentanten aller Unternehmen, die wiederum den Veto-Share nutzen. Und diese kontrollieren den Vorstand. Wenn der Vorstand irgendwann die Arbeit nicht mehr passend macht, können sie ihn abberufen. Das heißt, es ist ein sich selbst kontrollierendes System über die Vertreter der Unternehmen, die es auch nutzen. Es ist aber noch ein zweiter wichtiges Element. Wir wollten nämlich sicherstellen, dass nicht auf ewig alle Unternehmen dann plötzlich bei der Purpose-Stiftung bleiben müssen. Wir haben also einen Mechanismus gebaut, wo die Unternehmen dieses 1% auch wieder einziehen können, aber nur dann, wenn Sie einen Mechanismus finden, der äquivalent genauso sicher ist, also eine andere Stiftung, die genauso so eine Rolle einnimmt oder eine eigene Stiftungskonstruktion oder so dass wir es denn dann irgendwann haben, ein offizielles Rechtskleid, was von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird. In dem Moment sind wir dazu verpflichtet, die auch wieder gehen zu lassen. Und das nochmal ganz deutlich zu sagen, unser größter Traum wäre, wenn diese Aufgabe überflüssig werden würde, des Haltens dieses Vetoanteils. Okay, danke. Dann der Rüdiger Schwarze ergänzt nochmal, toller Vortrag, also Message an Sie. Dann ist der Georg Günther fragt, wir wollen ein integratives Krankenhaus gründen und dieses Prinzip umsetzen. Vor allem die eigenverantwortliche Arbeit der Ärzte und so weiter, keine Privatklinik. Haben Sie dafür schon ein Modell? Ja, kann sich sehr gerne bei uns melden. Wir haben Beispiele und zumindest Inspirationen und können da sicherlich weiterhelfen. hello@purpose.ag ist unsere Kontaktadresse und jeder kann sich da gerne melden und wir probieren Infomaterial und Kontakte herzustellen. Also, Herr Günther, bitte melden. Falls Sie die Adresse nicht so schnell mitschreiben können, fragen Sie nochmal von uns kurz nach, dann geben wir Ihnen die weiter. Der Herr Schmelze schreibt, sehr guter und motivierender Vortrag, toller Unternehmenszweck mit gesellschaftlicher Relevanz. Vielen Dank aus Stuttgart. Das sind die Themen aus dem Chat. Jetzt begrüßen wir dann den Herrn Herzhoff. Herr Herzhoff.
Ja, was möchten Sie einbringen? Wo ja, jetzt, Ergänzung, Erfahrung, Fragen. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder der rumstenkert, also, weil es waren jetzt durchweg lauter Positivkommentare zu dem Thema. Aber ich glaube, Sie, Herr Hensen, haben es beim Opener gemacht, mal irritieren. Das möchte ich jetzt auch mal tun, ja. Weil mir ist bei diesem Purpose-Thema oder bei Ihrer Form und Ihren Ausführungen, die Sie jetzt auch gemacht haben, nicht klar, wo die ganz klare Abgrenzung zum Sozialismus ist, ja. Weil ich bin schon der Meinung, wenn Sie hier den Eigentumsbegriff aufweichen, was Sie tun, meiner Meinung nach, ja, gehen Sie aus meiner Sicht mehr in eine Richtung Kollektivierung, ja. Und das, muss ich sagen, gefällt mir an der Diskussion überhaupt nicht. Ja. Und ich meine, wir könnten jetzt da auch Peter Drucker zitieren, aber ich zitiere da lieber immer da meinen Lieblingsautor Ludwig von Mises, ja, der dann immer gesagt hat, es gibt keinen dritten Weg. Es gibt den Liberalismus mit dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und es gibt die Gemeinwirtschaft sozusagen, den Sozialismus. Ja. Und ich bin der Meinung, diese Formen gehen in die Richtung eines Sozialismus, indem ich sage, Profit oder sagen wir das Streben der Unternehmen nach dem Unternehmensgewinn, Schumpeter, ja, wird aufgelöst, wird hintangestellt nach einem Gemeinwohl, was aber relativ schwer zu spezifizieren ist. Also da hätte ich mal gern Ihre Position dazu gehört. Klar, sehr gerne. Schön, dass Sie stänkern. Ist mir sehr willkommen. Ich würde mich allerdings ganz eindeutig von Ihrer sozusagen Stänker-Richtung abgrenzen und würde sagen, das ist ganz und gar kein Sozialismus und es ist ganz und gar kein Kollektiveigentum. Wofür wir hier spezifizieren, ist eine Anwendung des Privateigentums, was nicht sagt, das Eigentum liegt beim Staat und bei irgendwelchen Bürokraten und wird von dort aus gemanagt, sondern wir sagen, die Kontrolle des Unternehmens liegt ganz eindeutig bei Einzelnen oder bei denen, die in einem Unternehmen unternehmerisch tätig sind. Und ich glaube, damit ist es sozusagen völlig beantwortet und es ist auch nicht so, dass irgendeine zentrale Stelle sagt, was jetzt Gemeinwohl ist oder nicht oder was jetzt ein guter Zweck ist oder nicht. Und der Unternehmer ist in voller Verantwortung, das zu tun, was er für sinnvoll hält. Er macht das Ganze auch noch marktwirtschaftlich und er ist in der ganz klaren Verantwortung. Wenn Sie mir sagen, wo Sie da eine Kollektivierung des Eigentums sehen, dann können wir da gerne weiter einsteigen. Aber für mich ist es eine ganz, ganz klare Differenzierung. Wobei ich gleichzeitig sagen will, dass ich das schon eine sehr spannende Beobachtung finde, dass sobald man den Eigentumsbegriff differenziert anwendet, was kein neues Thema ist, sondern das Eigentum wird heute schon differenziert angewendet. Es gibt verschiedenste Formen, wie wir gerade gesehen haben, von sehr, sehr gut funktionierenden Unternehmen, die das Eigentum auf eine ganz besondere Art und Weise für sich in ihrer individuellen Freiheit anwenden. Und wenn man das aber tut, dann geht es sehr, sehr schnell, dass wir in einer Form von wir führen eigentlich eine ideologische Diskussion. In dem Moment, wo wir etwas individualisieren wollen, leben wir eigentlich immer nur zwischen den zwei Bereichen des Kapitalismus und Sozialismus. Und ich würde mich davon einfach, ich glaube, das stimmt schon per se nicht. Ich glaube, es gibt so viele Varianten einer sozialen Marktwirtschaft oder das, was wir in den USA erleben. Und ich will mich aber davon trennen, zu sagen, ich will mich gar nicht in diese Polarisierung der zwei Extreme trennen. Also ich will dafür argumentieren, dass es in der individuellen Freiheit des Unternehmers den Bedarf nach einem Rechtskleid gibt, was er mit dem Eigentum des Unternehmens machen will. Und ich glaube, dafür sollte er die Möglichkeit haben in einer liberalen Gesellschaft. Ja, aber ich sage halt einfach nur, wenn ich jetzt einfach mal den juristischen Eigentumsbegriff hernehme, ich meine, meine Frau ist Juristin, deswegen, das kriege ich dann immer, da kriege ich ja immer Insider, dann ist das eben die freie Verfügungsgewalt über mein Eigentum. Und ich habe es jetzt so verstanden, das ist ja nun ein Stück weit eingeschränkt, weil zur Verfügungsgewalt gehört eben, ich kann es verkaufen, wenn ich es möchte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine Folgefrage dazu. Ja? Aber das Eigentum, zumindest auch den juristischen Eigentumsbegriff nach BGB, der wird damit eingeschränkt. Das ist ja, so. Ich glaube auch, Michael, bitte. Nee, du hattest da direkt eine Reaktion, mach das gerne, ich sage dann danach. Ich glaube auch, ich würde Ihnen zustimmen, wenn ich sagen würde, jeder muss das machen. Herr Herzog, Sie haben ein Unternehmen, ich möchte Ihnen vorschreiben, dass Sie mit diesem Unternehmen nicht mehr das machen können, was Sie wollen. Die Idee würde ich nicht kommen, das ist Ihre individuelle Freiheit. Genauso glaube ich aber, dass in einer Gesellschaft, wo wir sagen, es ist die Verantwortung des Unternehmers und es ist ein liberaler Ansatz, es mir auch ermöglicht sein sollte, das Eigentum, mein Eigentum, so einzuschränken, wie ich das möchte und damit das zu tun, was ich möchte. Also wenn ich über den freiheitlichen Begriff des Eigentums komme,
dann ist es nur konsequent zu sagen, es ist auch meine Freiheit, das so einzuschränken, wie ich es für richtig halte, um es für mich passend zu machen. Ja, aber da kommt dann aus meiner Sicht, sorry, nochmal, da kommt ja dann so eine Art Misstrauen raus. Also jetzt kann ich mal sagen, jetzt sind verantwortungsvolle Bürger, Eigentümer, Unternehmer, Besitzer, denen gehört was. Und jetzt sage ich, naja, jetzt muss ich da aber doch irgendwie so ein Rechtskleid, haben Sie es genannt, aufbauen, wo aus meiner Sicht dann, aber da dürfen Sie mich gern korrigieren, so eine Art grundsätzliches Misstrauen zum Ausdruck kommt, naja, wenn ich das nicht mache, was wird dann mal passieren, ja? Und das muss ich schon sagen, das ist ja dann vielleicht auch eine Frage des Menschenbildes irgendwo, da kommen wir dann sehr ins Philosophische vielleicht auch rein, ja. Aber da bin ich halt dann so ein bisschen auch anders unterwegs, ja, indem ich sage, naja, die Leute, die ein Unternehmen aufbauen und auch führen, sage ich jetzt mal, sind da schon eher grundsätzlich verantwortungsvoll unterwegs. Natürlich gibt es da auch mal Ausreißer und vielleicht auch mal eine finstere Gestalt, sage ich mal, ja. Aber das ist meinem Verständnis nach jetzt nicht der Typus des Unternehmers in dem Sinn. Also ist es auch nicht. Ich glaube auch, dass diese Idee, die wir da haben, von einem sehr positiven Unternehmerbild ausgeht, sonst würden wir nicht das tun, was wir da tun, und von einem sehr, sehr positiven Menschenbild. Es ist aber in der Tat so, dass diese Unternehmer, mit denen wir arbeiten, das ist gar nicht so, wie gesagt, es ist kein Anspruch, anderen Leuten zu sagen, was sie mit ihrem Eigentum machen sollen. Mhm. Aber die Unternehmer, mit denen wir da arbeiten und die das gerne für sich wollen, die sagen, ihre Vorstellung dieses Unternehmens ist es nicht, dass es ihr Vermögenseigentum ist. Sie möchten eine kohärente Eigentumsform zu ihrer Vorstellung von Unternehmertum. Und das hat mit einem aus meiner Sicht erstmal sehr, sehr positiven Menschenbild zu tun, was darauf setzt, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, dass sie gerne für einen Sinn arbeiten, dass sie eigenverantwortlich richtige Entscheidungen treffen und dass es keine irgendwie zentrale Instanz braucht, die Menschen sagt, was ein richtiger Sinn ist und was nicht. Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass es in gewisser Weise eine Absicherung eines Eigentumsbilds ist, was auch und unter vielen, vielen anderen Aspekten quasi vor meinem zukünftigen Ich schützt und sagt, ich erlege das ein für alle Mal. Ich setze etwas um, wo dieses Recht nicht mehr bei mir ist, weil ich auch gar nicht glaube, dass ich es haben sollte. Das ist aber nicht unbedingt aus Misstrauen geboren, sondern ist einfach etwas, was ich für mich einmal umgesetzt haben will. Ja. Ich möchte ganz kurz noch mal eine Anmerkung machen. Ich sage mal, es gibt ja verschiedenste Formen der Gesellschaften. Also ich hatte mich beschäftigt mit diesem Thema Kooperative in Spanien. Da ist es vergleichbar. Nicht? Da sind es letztendlich die Mitarbeiter, die das Unternehmen besitzen. Und es gibt auf der anderen Seite auch Genossenschaften. Also es gibt natürlich schon unterschiedliche Besitzverhältnisse, die es heute schon gibt. Und insofern würde ich jetzt nicht unbedingt diesen Konflikt, den wir da gerade so aufgemacht haben, der muss nicht sein. Ich denke, was Sie gut rübergebracht haben, ist sicherlich der Punkt, es wird nicht von einer planwirtschaftlichen, wenn man an den Kommunismus denkt, denkt man ja immer an eine planwirtschaftliche Organisation und von außen bestimmt wird. Also ich hatte mir daraufhin auch nochmal das Thema Kolchoswirtschaft angeguckt. Also ich sage mal, das ist es nicht. Also ich denke mal, diese Dinge muss man nebeneinander einfach mal legen, um das zu verstehen. Ja, aber man muss ja schon sagen, sorry, ich meine, der Sozialismus, das Herr Doppler, können Sie ja schon bei Schumpeter nachlesen, ist ja kulturell nicht determiniert. Also zu sagen, ein Sozialismus ist nur durch den Staat oder durch einen Staatssozialismus definiert, stimmt ja nicht. Ja, da gibt es 100 verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Noch einmal, ich zitiere ja hier bloß die Ökonomen der Vergangenheit, ja, die gesagt haben, der große Unterschied zwischen einem sozialistischen System und der freien Marktwirtschaft sind die Eigentumsverhältnisse. Dadurch und nur dadurch werden diese Systeme definiert. Der Rest ist dann mehr der kulturelle Überbau drüber. Ja, aber das Eigentum ist ja hier gerade nicht wie im Kommunismus im Gemeinschaftseigentum oder kollektives Eigentum, sondern was Achim ja auch sehr stark gemacht hat, ist Privateigentum. Und vielleicht in dem Kontext auch spannend, dass schon doch auch recht viele, auch sehr prominente Liberale hinter dem Konzept stehen. Also Lars Feld ist einer der prominentesten, sehr, sehr ordoliberale Vordenker auch. Und nochmal ganz kurz auch zu dem rechtlichen Eigentum wird als allererstes in der Verfassung definiert und in der Fassung auch verrechtlich sozusagen. Und dass die Umsetzung dieses Verständnisses von Eigentum, das in der Verfassung definiert ist,
das ist dann dem Gesetzgeber zugelassen sozusagen. Und der Gesetzgeber, wenn er sich gerade damit beschäftigt, wie momentan dieses Verständnis von Eigentum in der Verfassung definiert ist und wie es auch in der Gesellschaft abgebildet ist und sich beschließen sollte und gerade auch schon beschließt, dass es möglich ist, Unternehmenseigentum so zu denken, weil das ist ja in den rechtlichen Formen doch schon mit Hacks möglich und es wird sich ja auch gerade mit einer neuen Rechtsform beschäftigt, dann ist es dem Gesetzgeber überlassen. Aber grundsätzlich ist die Verfassung das, wohin wir gucken müssen, nicht das BGB. Ja, also der Begriff wirklich ist auskodifiziert im BGB. In der Verfassung werden Sie da keine konkrete Anweisung zum Eigentumsbegriff finden, außer vielleicht Eigentum verpflichtet oder so, aber das ist keine konkrete Auskodifizierung. Nein, darf ich Sie fragen, Herr Zoff, was ist Ihr Anliegen? Was ist Ihre, sozusagen, was ist Ihre ja, Angst? Meine Angst ist, und ich meine, wenn ich Ihnen so zuhöre, ich sage nicht eins zu eins, aber ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen hier den Herrn Christian Felber kennt, der den Begriff der Gemeinwohlökonomie geprägt hat. Ja, der ist mir ein Begriff und ich muss sagen, weil mich die Konzepte schon interessieren, ich möchte auch nicht negativer rüber jetzt kommen, als ich es vielleicht gerade tue, ja, aber ich habe mich damit schon beschäftigt und dieser Begriff der Gemeinwohlökonomie, den er sehr stark propagiert, der ist ähnlich aufgesetzt, wie Sie argumentieren, indem man sagt, na mein Gott, da wird nur auf Profite geguckt, das reicht nicht, das ist auch nicht mehr zeitgemäß in dem Sinn und wir müssen uns da eine andere Form, ja, auch der Wirtschaftsordnung geben am Ende des Tages, ja, aber das geht mir halt, aber das ist eine persönliche Einschätzung dann, einfach zu weit, ja, das ist, das sind sehr kollektivistische Methoden, die ich dann schon ablehne oder zumindest sehr skeptisch sehe. Das habe ich absolut verstanden. Ihre Kritik, dass Sie Sorge haben, dass das in eine zu kollektivistische Richtung geht, habe ich gehört. Ich glaube, ich habe relativ deutlich gemacht, warum ich das sowohl konzeptuell als auch von dem, was wir erzählt haben, als eine sozusagen fehlgeleitete Kritik an dem empfinde, was wir vorgestellt haben. Punkt eins. Punkt zwei, Ihr Ausflug Richtung Gemeinwohlökonomie ist insofern meiner Meinung nach nicht richtig, weil die Gemeinwohlökonomie von dem kommt, dass sie sagt, wann verhält sich ein Unternehmen eigentlich passend und richtig. Genau das tut das Purpose-Konzept in sich erstmal nicht, sondern es sagt einfach nur erstmal, das ist eine andere Form der Rechteverteilung des Eigentums aus der individuellen Freiheit heraus. Und wenn es aber, das ist mein letzter Punkt, wenn es nicht mehr möglich ist, um eine Verbesserung unseres gemeinsamen Wirtschaftens zu ringen, durch den gemeinsamen Wettstreit verschiedener Modelle zu sagen, wir probieren Dinge aus, welche Unternehmensform, welches Unternehmertum ist gerade passender für uns, dann sind das ja tote Systeme. Und ich glaube, es braucht absolut und definitiv ein Ringen um eine kontinuierliche Verbesserung der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Das sieht man spätestens daran, an dem Job, den Christian Siegmund hier macht, weil wir Probleme erzeugen durch das, was wir tun. Und wenn wir aufhören, darum zu ringen, was die beste Art ist, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander arbeiten, wie wir Arbeit überhaupt verstehen. Wenn das jedes Mal, wenn wir das probieren, die Kritik kommt, dass es Sozialismus ist und Kollektivierung, dann ich glaube, das geht nicht. Wir brauchen ein Ringen um diese, ich sage nicht, dass hier irgendjemand die richtige Lösung gefunden hat, aber wir brauchen ein kontinuierliches Ringen um passende Lösungen. Ich würde mich da zumindest sehr freuen und bringe mich dafür jeden Tag ein. Ja, also ich glaube auch, dass die Systeme stehen in einem gewissen Wettbewerb und werden ihre Folge haben oder werden ihre Folger nicht haben. Ich hänge nochmal an der Frage, wie gehen Sie mit einer Situation aus, wenn so ein Unternehmen in eine Verlustzone gerät und wie gehen Sie damit um? Oder vielleicht nochmal vorher, wer wählt denn eigentlich den Geschäftsführer oder den CEO? So wie in allen anderen Unternehmen auch die Gesellschafter. Ja, aber Sie gehören doch sich selber. Wer bestimmt dann den CEO? Nochmal, die Unternehmen gehören ganz eindeutig einzelnen Personen oder einem klar definierten Raum. Diese Unternehmen gehören nicht niemandem. Diese Unternehmen gehören nicht dem Kollektiv des Staates, sondern diese Unternehmen gehören, wie im Fall von Wild Plastic, ganz klar und eindeutig 5 Gesellschaftern. Und genau wie in jeder anderen Gesellschaft auch, ist es der Auftrag dieser Gesellschafter, einen Geschäftsführer zu wählen. An diesem Verhältnis ändert sich rein gar nichts. Und das ist wichtig. Und wie gehen wir mit Unternehmen um, die in die Verlustzone kommen? Wenn Unternehmen insolvent gehen in dieser Form, dann gehen sie insolvent und sterben wieder, weil sie keine Relevanz am Markt haben und es nicht geschafft haben, es passend genug zu entwickeln. Auch das verändert sich nicht in dieser Form des Wirtschaftens. Gut, dann komme ich aber auch dahin, dass ich sage, der Profitabilitätsgedanke ist unabhängig davon,
ob ich jetzt die Gesellschaftsform einer Verantwortungsgemeinschaft habe oder ob ich eine andere habe. Das Einzige ist natürlich, wenn Sie ein DAX-Unternehmen haben, wo dann die Investoren dranhängen, die natürlich ihre Dividende wollen. Aber ich sage mal, Sie arbeiten auch mit Fremdkapital. Insofern müssen Sie, die Kapitalgeber erhalten auch eine Dividende. Das sind wahrscheinlich dann Banken oder ähnliche Dinge. Aber da wäre nochmal die Frage, gibt es irgendwelche Restriktionen von den Banken her, dass sie schwieriger dort, dass sie sich da schwerer tun, an Geld oder ähnliche Dinge zu kommen? Kommt ein bisschen darauf an, über welche Banken wir sprechen. Es gibt Banken, für die dieses Konzept sogar ein Vorteil ist, nämlich Banken, die daran interessiert sind, sinnorientierte und nachhaltige Unternehmen zu unterstützen und deren Unternehmensverständnis das schon immer war und die ganze Zeit schon ist. Also nachhaltige Banken wie die GLS Bank zum Beispiel arbeiten ganz bewusst gerne mit solchen Unternehmen, weil da ja sichergestellt ist, dass die Verantwortung im Unternehmen bleibt. Generell ist schon eine wichtige Unterscheidung. Natürlich brauchen diese Unternehmen Kapital, Wachstumskapital. Das hat Herr Sigmund ja auch wunderbar dargestellt. Der Unterschied ist, dass in den Kapitalinstrumenten sichergestellt ist, dass nur weil ich Kapital gebe, ich deswegen nicht die Kontrolle am Unternehmen kriege oder irgendwelche Minderheitsrechte. Und das ist schon ein recht wesentlicher Unterschied, gerade bei der Finanzierung von Startups. Da habe ich aber noch eine Frage mal, so auch aus der Praxis. Normalerweise bekommt man ja als Startup schwieriger, sage ich mal, Geld, eben weil die Banken sich dem oft verweigern. Deswegen gibt es ja das ganze Venture Capital Wesen oder Unwesen, ja, weil da natürlich schon einige Stilblüten getrieben werden. Wenn ich jetzt gerade höre, Sie haben jetzt gerade Banken genannt, die das jetzt doch tun, wie gehen die damit um sozusagen? Also eine reguläre Bank würde einem Startup wahrscheinlich, würde die Kreditunwürdigkeit bescheiden. Ja? Also haben Sie da extra Banken an der Hand oder wie gehen Sie damit um? Nee, also Sie haben völlig recht mit dem Venture-Kapital, was Sie erwähnen. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, eigenkapitalähnliche Finanzierungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, die den Teil absichern, den die Bank auch bei anderen Finanzierungen sehen will. Die müssen aber nicht mit Stimmrechten belegt sein. Man kann sehr gut mit Nachrangdarlehen oder stillen Beteiligungen arbeiten oder auch mit Anteilen ohne Stimmrecht, die den Eigenkapitalanteil abbilden, den die Banken nicht übernehmen. Das ist auch kein verrücktes Thema, was jetzt durch Purpose aufgeht. Ja. Unternehmen wurden auch schon finanziert, bevor es Venture Capital gab. Und auch da wurden die eigenkapitalähnlichen Anteile, die die Bank ja sehen will, von anderen Playern übernommen, die es auch schon gab, bevor es amerikanisches VC-Kapital gab. Na, vollkommen richtig. Bloß, also ich meine, ich habe jetzt in verschiedenen Unternehmen auch im bisherigen Leben gearbeitet. Ich habe in einem Konzern gearbeitet, mit allen dann Vor- und Nachteilen, wenn es eine AG ist. Jetzt arbeite ich aktuell eben in einem familiengeführten Unternehmen, was eine GmbH und Co. KG ist. Und natürlich agiert man da immer mit Fremdkapital. Aber es war immer das Gleiche und deswegen, das ist für mich so halt die Kernfrage. Einer, der Fremdkapital gibt, möchte sich das Recht ausbehalten, egal ob es jetzt ein Aktionär oder eine Bank ist, ich sitze mit am Tisch und ich rede mit. Ja. Und wie geht man damit um sozusagen, wenn da doch einfach jetzt hier in Ihrem Ansatz ja einfach letzten Endes gewisse Dinge einfach ausgeschlossen sind. Das heißt, absolut, man hat weniger Zugriff auf Fremdkapital, sage ich jetzt dann mal vermutlich. Ja. Genau, erstmal scheint das so und dann stellt man fest, dass die Welt eben sehr bunt ist da draußen und es Kapitalgeber gibt, die genau das als Qualität sehen, dass sie sagen, ich möchte sicherstellen, dass der Unternehmer vor allen Dingen im Driver Seat sitzt und am Steuerrad bleibt. Und klar, aber manche Kapital, also wenn ich Kapitalquellen nehme, die definitiv darauf beharren, dass Sie deswegen am Tisch sitzen und Kontrolle haben und unternehmerisch das übernehmen, dann schließe ich die erstmal aus. Aber die wollen bestimmte Unternehmer ja genau auch ausschließen. Also die Welt ist da, glaube ich, einfach nicht so schwarz oder weiß. Es gibt so viele Differenzierungen in der Art und Weise, welche Beziehungen Investoren zu ihren Unternehmen haben wollen, wer wie mitsprechen will. Und dafür würde ich einfach nur werben und auch absolut aus unserem Erleben berichten, dass das differenzierter ist, als wir gerade hören. Aber trotzdem haben Sie recht. Es ist heute der Mainstream, dass wenn ich zu einem VC-Investor gehe oder wenn ich so den Standardweg gehe, dass Investoren es erstmal für völlig normal halten, dass sie deswegen Macht kriegen und am Tisch sitzen. Und dann gehen wir hin und sagen, hey, lass uns mal einen Dialog führen, ob das auch anders geht. Und wir erleben diesen Dialog als sehr lebendig und sehr gewinnbringend. Aber für manche ist das gar nichts. Manche sagen, du bist aber völlig irre, ich soll dir Geld geben und krieg deswegen jetzt hier nicht irgendwelche Sonderrechte oder die Macht. Ihr seid ja wohl völlig Banane, ihr seid ja irre, seid ihr doch wohl. Klar, passiert. Absolut.
Achim, vielleicht da noch ganz kurz anknüpfen zu dem Thema Finanzierung, weil ich bin ja so das lebende Praxisbeispiel in der Runde und versuche das anschaulich zu machen. Herr Herzog, wir haben im Grunde eigentlich genau die gleichen Bedürfnisse, die Sie eben auch schon angerissen haben. Wir sind ein frühphasiges Unternehmen, das eigentlich noch keine Kreditwürdigkeit aufweisen kann, das heißt noch keinen einfachen Zugang zum Fremdkapital einer Bank hätte. Das hat sich jetzt durch die Partnerschaft mit Otto etwas geändert, aber wir brauchten und brauchen für unser frühes Wachstum dieser Unternehmung Risikokapital. Im Grunde Kapital, das bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen und dafür auch aber auch eine gewisse Entlohnung, eine gewisse Rendite zu bekommen. Wenn ich so, ich habe vorher mich oder ich bin auch mit ganz vielen anderen Startup-Beispielen umgeben, die klassisches VC-Kapital einsammeln. Und das ist das eine Extrem. Und dann gibt es, glaube ich, auch, ich würde fast sagen, philanthropisches Geld. Und das ist das andere Extrem, wo es überhaupt keine Erwartungen gibt. So, und ich glaube, wir sind, weil Plastik würde ich als eine Graustufe, als eine Schattierung, als einen Mittelweg bezeichnen, der sagt, hey, wir brauchen risikobereites Kapital, das in der Lage ist, dieses Unternehmen anzuschieben, das aber nicht darauf angewiesen ist, frühzeitig eine maximale Rendite auszuweisen, sondern das auch geduldig ist. Und ich glaube, diese Geduld und diese Bereitschaft, Kontrolle abzugeben dafür, dass wir unternehmerische Selbstständigkeit und Eigenständigkeit ausleben können und auch der Glaube, dass das eigentlich nicht nur etwas Schadhaftes ist, sondern dass diese Aufgabe einer gewissen Kontrolle eigentlich was Gutes ist für dieses Unternehmen, weil es schneller gute unternehmerische Entscheidungen treffen kann für sich, aus sich heraus. Da hab ich überraschend viele positive Signale zu relativ früher Zeit gehört. Das war mir aber auch fairerweise unklar, weil ich im Grunde eigentlich nur die alte VC-Welt kenne, wo es ausgetretene Pfade gibt, was die Finanzierung angeht. Ja, also ich meine, das ist halt einfach der Punkt, den ich ganz wichtig finde. Also noch einmal, ich möchte hier nicht härter rüberkommen, als es bin. Ich würde mir ja wünschen, dass es mehr solche Wege gäbe. Aber meine Lebenserfahrung, die ich halt bisher hatte, wenn ich da mit Themen gab, die also doch ein bisschen abseits des Profitgedankens waren, ja, dann habe ich aber die Ohren lang gezogen bekommen, ja, sagen wir auf gut Deutsch, ne? Ja. Und ich würde mich ja freuen, wenn es da wirklich einen gesellschaftlichen Wandel, weil das ist es ja, und da ist nur die Anzahl der Geldgeber eine gewisse Messsonde, ja, also ob das überhaupt passiert, ja. Insofern freue ich mich ja, wenn es da was gibt, aber meine Erfahrung war bisher immer so, am Ende des Tages ist es halt der Mammon, der zählt, ja, und da, egal was jetzt die Mission, die Vision oder der Purpose sozusagen, der jetzt ein bisschen gerade mehr im Radar ist, am Ende muss das Geschäftsmodell tragfähig sein und es muss für die Investoren der Return of Invest drin sein. Und da gehen halt die Meinungen auseinander, wie hoch dieser Return sein muss. Und wenn Sie da Leute haben, die das mit einem vernünftigen Sicht auf die Dinge machen, dann sind Sie ja wirklich zu beglückwünschen, wenn Sie die wirklich hinter sich haben. Ja? Aber da, ich glaube, die meisten Leute haben nicht diese Ausgangslage. Ne? Haben Sie absolut recht. Ich glaube, davon braucht es auch immer mehr. Also Sie sprechen schon den sozusagen einen sehr wichtigen Punkt an in dieser Veränderungsdynamik und der muss auch mehr werden. Oder dafür setzen wir uns ja ein, dass genau dieses Gespräch mehr wird auf der Seite des Mammons Physics. Und es ist natürlich ganz, ganz klar für uns alle hier auch, dass das Geschäftsmodell und dass das Unternehmen langfristig am Markt überleben kann, das ist natürlich super wichtig. Das ist bei Unternehmen Verantwortungseigentum genauso wichtig wie bei allen anderen Unternehmen auch. Und ist auch, die sind auch Gewinn, also erzielen auch Gewinne, die müssen auch profitabel sein, die müssen sich am Markt behaupten können und können da auch gut Risiko- und leistungsadäquate Renditen an Investoren, falls es welche gibt, auszahlen. Und ich würde vielleicht da noch ergänzen, nach meinem Gefühl braucht es einfach mehr neue Narrativen. Und das ist der Name eines weiteren Unternehmens in Verantwortungseigentum, in einem Magazin, das sich nennt Neue Narrative. Und die machen eigentlich genau das, was ich total wohltuend finde. Ich als
nachdem ich mich das erste Mal entschieden habe, ein Unternehmen zu gründen, habe ich natürlich links und rechts und vorne und hinten geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Was sind denn die Wege, die man gehen kann? Und das auch so ein Abend wie hier und heute mit Ihnen gemeinsam ist ein Weg, über neue Narrativen zu sprechen. Und dann darf sich jeder selbst entscheiden, ob das für ihn oder sie der richtige Weg ist. Aber ich finde, für mich persönlich braucht es einfach erstmal diese Narrative, das Beispiel, damit ich auch eine Fantasie entwickeln kann. Und natürlich helfen nur positive Beispiele, erfolgreiche Beispiele, langfristig funktionale Beispiele, ob das für mich, für meine Bedürfnisse passend ist. Und daher bin ich auch dankbar, dass wir den Abend gemeinsam gestalten durften, weil ich finde, diese Dialoge eröffnen einfach auch immer nochmal neue Themenbereiche oder Subaspekte, über die man dann nochmal differenzierter in Sparring gehen darf. Das keine schönen Schlussworte waren, um kurz vor acht. Sorry, ich wollte nicht den Moderationsauftrag übernehmen. Also im Chat gibt es keine Fragen mehr. Insofern würde das passen. Die Zeit 19.55 ist sehr gut gefühlt, um dieses Schlusswort langsam jetzt kommen zu lassen. Hermann, hast du noch was aus der Runde des Plenums? Ich sage mal einfache Anmerkung. Das Thema Profitabilität gilt, Sie haben es gesagt, Frau Kaufmann, für Ihr Unternehmen genauso wie für andere. Hm. Mir persönlich ist in dem, was ich in der Gesellschaft höre, wichtig, Gewinn nicht zu verteufeln, sondern der Gewinn sind die Kosten für das Überleben. Und wir merken im Moment gerade, dass einige Unternehmen, die bewusst gesagt haben, sie wollen wenig Gewinn machen, die fliegen im Moment in der Krise auf die Nase. So, und deswegen gilt es meiner Meinung nach wichtig, nicht dieses Thema Profit so sehr in den Vordergrund zu heben. Ich persönlich mag auch nicht die Aussage von Alnatura, Sinnmaximierung und Profitmaximierung. Ich persönlich würde sagen, es ist beides notwendig. Und die Höhe des Profits richtet sich natürlich wieder dann nach den unterschiedlichen Einflussgrößen. Also da sind mir ein paar Dinge auch, deswegen wird es immer gerückt in eine etwas komische Ecke. Und ich denke, da muss man offen mit umgehen, genauso wie man mit dem Wachstumsbegriff offen umgehen muss. Das ist mir in diesem ganzen Zusammenhang wichtig. Ansonsten kann ich nur sagen, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Und in Summe, denke ich, muss unsere Gesellschaft sich innovativ weiter nach vorne entwickeln. Der Klimawandel stellt uns vor enorme Anforderungen mit enormen Chancen. Und diese Chancen müssen sehr, sehr stark natürlich aus den Unternehmen heraus und unternehmerisch wahrgenommen werden. Sonst werden wir die Ziele nicht erreichen. Deswegen dürfen wir da auch nichts unversucht lassen. Insofern wünsche ich Ihnen von meiner Seite viel Glück dabei. Winfried, damit übergebe ich an Sie. Ja, vielen Dank. Ja, also herzlichen Dank an Sie drei, an die Referierenden, auch an das Plenum und an Herrn Herzog für Ihre Fragen und Anmerkungen. Also ich denke auch, die natürlich hatten wir zum Beispiel bei unserer Veranstaltung, die im Juni war, zur Zombie-Wirtschaft, natürlich Deutschland hat eher ein Problem mit der Gewinnschwäche. Also im Vergleich zu unseren Schweizer Nachbarn haben wir nur ein Viertel der durchschnittlichen Gewinne von der Privatwirtschaft insofern. Also ich glaube nicht, dass die Frage von Drucker die Gewinne als Kosten des Überlebens zurückgestellt werden kann, ganz im Gegenteil. Aber gleichzeitig ist eben auch die Frage, die Drucker auch gleich sich stellt, Gewinne sind nicht die Selbstzwecke in einer Gesellschaft, die mit vielen Ausdifferenzierungen, würde ich mal sagen, zu tun hat, als mit dem soziologischen Begriff. Also das heißt, die liberale Moderne, in der wir uns befinden, mit Freiheit, des Unternehmerischen, auch der Rechtsstaat, die Marktwirtschaft, die Innovationsfähigkeit der Geschäftsmodelle. Diese Ausdifferenzierung macht, glaube ich, die liberale Moderne aus. Das heißt also, wir werden Vielfalt erzeugen und wenn wir Vielfalt reduzieren, haben wir als liberale Moderne ein Problem. Und insofern würde ich eindeutig sagen, das Modell, was Sie drei heute vorgestellt haben, sowohl aus der Praxis als auch von der Purpose-Stiftung, ist eindeutig etwas, dass wir die Vielfalt unseres Kapitalismus, auch den geduldigeren Teil des Kapitalismus, der dann teilweise da rausscheinbar, was aber nicht heißt, dass der Ungeduldige deswegen verschwindet. Wir werden eine Vielfalt, wir sehen mit unserem Thema heute, mit Ihrer Initiative, sehen wir die Vielfalt. Und ich glaube, wenn schon
Zeiss, Ernst Abbe und Robert Bosch sich vor über 100 Jahren, vor 140 Jahren damit auseinandergesetzt haben, ist auch in dem Bereich, glaube ich, auf jeden Fall, wenn ich die junge Generation anschaue, die Vielfalt in die Richtung wird mehr werden. Was nicht heißt, dass das Unternehmerische zurückgestellt wird, ganz im Gegenteil. Okay, insofern herzlichen Dank an alle und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und die Widersprüchlichkeit dessen, wie sich die liberale Moderne, wenn man so will, entwickelt, ist heute sehr, sehr schön herausgekommen. Herzlichen Dank an alle und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, wiedersehen, schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank, schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.